Du durftest ja jetzt entgehen. Ich durfte MCM auch gehen. Ja, sei jetzt mal kurz. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt im Herbst raus. 2013 kommt das neue Watch Dogs raus. Fuck, ist das schlecht. Oh, Alter, mein Rücken. Ganz toll. Jetzt kann ich es euch ja sagen, das wird total sinnlos und hinfällig, wenn ich am Anfang wieder irgendwas einblende, von mittendrin so ein Anfangs-Gag. Und dann kommt das Intro. Und ja. Dann kommt jetzt das und dann kommt die große Überraschung. Ja, die große Überraschung. Die mach einfach an. Mach einfach das, dann das Watch Dogs Song, dann ja. Das von dann den besten Moment, dann aber, den Watch Dogs Song und dann geht's los. Aber wir sind doch in der Kraft. Die Leute müssen doch, die müssen gefixt werden für dieses Video. Und deswegen muss die übelste Pulle am Anfang sein. Das ist richtig. Erzähl doch erstmal über Mediakraft, was du da jetzt gerade am Laufen hast. Mediakraft geht ganz runter. Deswegen haben die den finanziellen Einlauf bekommen. Ist mal auf, Philipp B. will das essen. Wir haben hier übrigens Philipp B. und Dion. Willst du meinen heißen? Ein anderer Buchstabe. Nee, danke. Hast du wieder Marktforschung betrieben, ja? Ja, Leute, Daniel ist im Krankenhaus. Sieht nicht gut aus. Sieht echt nicht gut aus. Der hat keinen Blinddarm mehr. Doch, naja doch, aber vielleicht bald nicht mehr. Wird aber halt nicht seine Redes abgenommen? Schreibt mal in die Kommentare, gute Besserung, Daniel. Ja. Hashtag Besserung. Ja. Gib einen Daumen nach oben, damit er überlebt. Genau. Unten, wenn ihr ihn sterben sehen wollt. Nee, dann macht das nicht. Dann, gebt Daumen nach oben, wenn ihr ihn sterben sehen wollt und gebt Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass er überlebt. Und ignoriert, dass ganz viele kleine Mädchen sterben. Genau. Richtig alle anderen Kanäle deabonnieren. Genau. Das hilft ihm. Auch die Northern Twins. Kauft ganz viel von diesem hier. Mein Scherz. Was ist das? Club Mate. Ja, ganz viel davon kaufen. Dann kriegen wir ganz viel Props von denen. Und Club Mate. So. Heißt die Firma überhaupt Club Mate? Und warum hast du das verkehrt rum dran gemacht? Thema Erste. Warum soll man denn AIDS sterben, wenn man Erster ist? Ja. Das ist nämlich die erste Frage. Machen nämlich jetzt erstmal die Kommentare auf. Also, wir haben hier Besuch von diesen beiden hässlichen Typen. Genau, das bin ich. Weil nämlich mein Geburtstag vor wenigen Stunden. Der schreibt in Facebook immer, dass er alle vergewaltigen will und der macht immer so. Naja, das habe ich nicht. Er macht meistens lustige Fotos rein. Das hat der Ruhe reininterpretiert. Reibe ich nicht. So, als Führerquartett habe ich leider schon weggepackt. Schade. So. Warte, oh, du hast das Führerquartett weggepackt. Ja, nämlich ist ja heute 20. Ausgabe des Nostalgia-Feedbacks. Da müssen wir natürlich hier irgendwie improven. Und da habe ich gleich das passende Geburtstagsgeschenk vom Dion parat, womit ich so richtig jetzt hier, da kann ich meine witzigen Wortspiele gleich untermauern und dann so Shots feiert-mäßig. So. Wow. Alle mal bitte einmal hier übelst lange. Ganz toll. Noch so, Jumper Marcel sagt nämlich Erster und Imagine Sandman sagt daraufhin erbärmlich. Und warum? Ich weiß es. Zwinkersmiley. Warum? Vielleicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Wie stehst du zu Leuten, die Erster schreiben? Legst du das auf den Sack oder geht das? Ich hab das als ich neu war auf YouTube auch gemacht, weil ich dachte so, das finden alle cool, wenn ich als allererster das Video geguckt habe. Aber das fanden die nicht cool. Ich wurde vom Macher geblockt. Und wenn du dich jetzt in vier Kategorien einordnen müsstest, die Erster schreiben, die sich darüber aufregen, oder die sich darüber aufregen, dass die sich darüber aufregen. Ich bin ja so ein Typ, der sich darüber nicht aufregt. Ach, du bist eine ganze Nummer 5. Das ist hart. Du bist ja schon ganz schön Hipster jetzt. Deshalb trinke ich auch gerne das hier, aber man sieht jetzt nicht die Marke, aber man weiß, was es ist. Man sieht die nicht, weil die verkehrt rum ist. Ich muss das Bild kurz drehen. Dreh doch die Flasche eben kurz. Dion ist übrigens ein Spast. Danke. Ja. Zum Thema Spast kommt übrigens noch eine Frage später. Das ist ein ganz, ganz toller Spastvogel. Nomarsch. Nomarsch, ja. Was soll ich jetzt einblenden für Nomarsch? Machen wir später. Schneid das mir bitte raus, das darf ich nicht wissen. Das können wir später und er freut sich dann. Ja, nee, aber wenn wir jetzt sagen, später kommt, dann guckt er bis zum Ende. Ich habe meinen Mund zensiert mit einem irgendeinem Penis oder so. Also einen, soll ich den Telefon von meinem Penis geben? Noch eins? Passt nicht. Mhm. Oder wir sagen alles so. Shots fired. Mit dem Video die ganze Zeit meine Träume machen so. Und Nomarsch willst du dann immer so bis dahin vorspulen, anhalten und was auch immer. Und du machst wie beim letzten Mal auch kein Ding mehr. Nein, wie heißt das? Kein Index. Kein Index, ja. Und dann guckt er sich das Video ganz an
mit der Hoffnung, dass er früher dran kommt. Als ich schreibe übrigens auch gerne Erster hin. Die Sache wenn, bei Erster wenn ich die Chance halt habe, Erster zu schreiben, dann nach dem Aktualisieren sehe ich, dass ich Dritter bin und lösche meinen Beitrag. Okay. Das ist traurig, deswegen lese ich von dir aber nichts. Ja, ja, ist halt Unsinn einfach nur. So, um vielleicht jetzt noch kurz von den Fragen wegzukommen, weil das ist ja das Feedback. Wir waren ja in Berlin, ganz toll. Blend mal ein. Du hast dich gefreut. Wir waren ja beim Finale am Tor und haben da Product Placement gemacht. Also ich mal was erzählen? Ich trinke meine Sprite immer Taschentücher davor, damit man kein Product Placement macht. Weil der Herr Rodes war nämlich voll gefrustet, weil wir es nicht rechtzeitig zum Tor geschafft haben, weil es übelst abgebunkert war. Und ich habe natürlich gesagt, ich akzeptiere das die Fanmeile. Wir waren die Fanmeile, ja. Wir waren so kurz davor, rüber zu schwimmen. So kurz davor, aber dann war doch eine Brücke auf. Das wäre nämlich dumm gewesen, so etwas gemacht. Dann haben wir die erste Halbzeit am Pavillon, am Reichstag-Gebäude geguckt. Und dann dachten wir uns in der Halbzeit, jo, lass mal versuchen, ob wir dann doch da reinkommen. Und dann sind wir dann doch da reingekommen. Und dann sind wir bis ganz vorgekommen. Und das ist da so ein bisschen das Riesenrad. Ja. Was, über was wollt ihr schwimmen? Na, Fluss, Spree. Wasser. Spree oder was? Ja, weil das alles so abgekapselt war und die Brücken waren alle. Aber das war ziemlich dumm gewesen, weil dahinter kam noch eine Sperre. Mhm. Aber halt sehr weit dahinter. Und ihr seid ja dann nochmal durchgekommen. Da war noch eine Brücke offen. Ganz, ganz hinten. So. Du musstest quasi einmal komplett außenrum am Hauptbahnhof vorbei und dann konntest du hinten rum beim Siegessäule. Und als ihr dann, wenn wir reinkommen wolltet, waren noch so Türsteher oder was auch immer mit Mülltonnen davor. Die gebrannt haben, die gebrannt haben. Die Penner aufgewärmt haben. Nee. Aber die Penner wurden verbrannt, damit das Stadtbild nicht so. Nein, nein, die Penner haben sie angebrannt, damit die Mülltonnen sich aufwärmen können. Oh, okay. Ah, und damit das Stadtbild von den Pennern bereinigt. Richtig. Ist nicht witzig, ist wirklich passiert. Ja. Das macht schon etwas lustig. Das passiert aber in Bern seit mehreren Jahren schon. Also ja. Ist jetzt nicht irgendwas Neues. Du bist da auch proaktiv dabei, ne? Na klar. Ja. Du bist in der Nachbarschafts-. Gegen schlechtes Stadtbild. Rennen, Leute. Ja, haben wir schon gut Fragen beantwortet. Aber wir haben mal einen kleinen Abriss. Ja, wir haben übrigens mit David Hein Magic gespielt. Das war ganz toll. Ja, ich habe auch gegen ihn hier Magic gespielt. Erst Video. Erst der Oberbarboden habe ich voll besiegt. Das war aber auch voll unfair, weil du die viel besseren Karten hattest und so. Ja, die ja. viel mehr wert waren und deshalb, du hast dir da deinen Sieg einfach gekauft. Ja. Warte mal. Pay to win ist das. Du denkst, dass du gewonnen hast, da sag ich ja nur. Er hat gesagt, er hat gewonnen. Hast du dir schlecht drüber gebracht? Nee, ist gut. Aber ich würde sagen, der Dion. Okay. Halftime Procation. Haha, ich gucke euch während dem Essen und beim Essen zu. Wir haben gerade ein Date. Iss mal was, dann hast du nochmal ein Date mit Halftime. Iss schnell mal was? Okay, das. Wir könnten auch ein Doppeldate draus machen. Oh, also, wenn jetzt zwei Leute gerade zu gucken und was essen. Warte. Moment. Eins, zwei, drei. Shame on me, White Rabbit heißt der. Shame on me, 3-0er Abischnitt. Wie kann es sein, dass eine Pappnase sich so gut durchs Abitur schleicht? Der Witz war, ich hab rausgekriegt, dass. Also ganz kurz, das 3.0 ist ja befriedigend nicht gut. Eigentlich. Ja, dass kein, ja, dass kein Zusammenhang zwischen viel Lernen und gutem Erfolg steht, weil eine Klassenkameradin mit gewissen Okolyten hat mehr gelernt als ich, also viel mehr zeitlich. Aber trotzdem in einigen Fächern schlechter abgeschnitten, obwohl sie mehr gelernt hat. Und dann standest du am Ende da mit deinem Zeugnis. Und hab mich gefreut. Ja. So, wir dürfen das noch nicht zu sehr. Wir müssen das echt richtig nuanciert. Ja, war die Frage, wie ich das gemacht habe, weiter weg? Ja. Die Frage war, wie ich das immer darauf. Nee, ich glaube, das bezieht sich auf ihn. Okay. Er hat zum 3-0, weil du hattest ja nicht 3-0, du hattest ja trotzdem mehr als ich schnittmäßig in der Höhe. Da hätte ich dann gleich eine Frage an Herodes. Findest du die Freizeit, die man jetzt hat, eher geil? Oder ist sie dir wie mir nach einem Monat auch hart auf den Sack gegangen? Komplett klar, kaputter Schlafrhythmus, mein derzeitiges Leben besteht aus Essen, Schlafen, Zocken, sag ich. Ah, und PC. Bin irgendwie so perspektivlos momentan, hoffe, das ändert sich, wenn ich im Wintersemester an der Uni bin. Ich sage immer so, also mein Leben, das ist gerade so, ich habe gerade irgendwie keinen Bock, nicht frei zu haben. So viel zu machen. Wenn ich Freizeit uncool fände, dann würde ich dafür sorgen, dass ich keine Freizeit mehr habe. Weißt du? Mach du das mal auch, und zwar vor deinem Wintersemester. Du kannst ja vorher schon irgendeinen Scheiß machen. So. Ja, ey, ich würde sagen, da lässt du dich jetzt ganz schön von deinem Körper, Geist irgendwas austricksen. Für mein Geld. Oder vielleicht sogar. Ja, ich jetzt oder er? Nee, er hier.
Vielleicht suggeriert ihm das ja auch irgendeine Erwartung oder so, die da an ihn gestellt wird. Du musst jetzt irgendwie, du musst. Da fehlt ein 10-Cent-Stück. Ich wollte gerade sagen, 2,90, ne? Geht ab. Ich habe 2 Zehner gegeben. Ah, top. Wollte schon sagen. So, deswegen, du solltest da, du, vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen, aber chillen ist halt auch mal gut. Weißt du, nicht umsonst sind halt immer Sommerferien oder Leute fahren in den Urlaub. Mach doch mal Urlaub. Jetzt gerade nach dem Abi kannst du ruhig mal eine Ruhepause dir gönnen. Ist kein Ding so. Ist egal. Gönn dir, sagt er dir immer, wenn er kurz beim Magic vom. Ich nochmal 9 nehmen, sagst du immer. Ich nochmal 9 nehmen. So, Metro sagt, da ihr ja euch über ältere Zuschauer freut. Ich werde demnächst 18. Oh mein Gott. Ja, ist jetzt nicht so alt, aber jo. Und feier all eure Videos weiter so. Dankeschön. Alter, Magic Sandman haut's richtig raus. Wieder mal ein stabiles Feedback. Naja, bis auf den Scheiß, bis auf die scheiß Fußballgeräusche im Hintergrund, in Klammern Mafia. Ey, die waren gar nicht so schlimm laut, das geht doch klar mit dem Fußball. PS. Bei PS fängt übrigens an und ist irgendwie 80% des Kommentars. Wie you. Schnarrig! Wie you schnarch. Rocksort so heftig, dass man die guten Spiele an der Hand, die von Lepra zerfressen ist, abzählen kann. Ab 2015 geht's voll ab mit Releases für fuck you, Herodes. Ich hab's eingetippt. 5 Sekunden später sagst du fast dasselbe. Okay, aber ich hab's nicht nachgelabert. Das habe ich ja schon gesagt. Also brauchst du jetzt nicht. Okay. Ja. Das ist ein bisschen wie erster schreiben, oder? Ja, das ist eigentlich das gleiche zu schreiben, was im Video schon kommt, ist ja eigentlich Bullshit, Leute. Haben wir nicht noch so einen Wii U Fanboy? Der kann ja jetzt hier mal. Nee, Quatsch, aber jetzt kann man schon gut gehen's abzählen, was für Titel gibt. Zombie, sage ich immer noch, ist kein schlechtes Spiel. Ja, ich bin da schon. Was für Ding? Zombie U. Mario Kart sowieso. Nee. Doch. Mario Kart scheiße. Ja, Robin ist auch scheiße. Ich sag, mit 3D World kann man sich auf jeden Fall mal abgeben. Schlechtes Game Design, das Spelling Sing ist ja auch. Wind Waker, naja. Wind Waker HD, auch wenn es GameCube exklusiv war. Und sagen wir, wenn man es nicht kennt, ist es ein Top-Titel. Quietschbunte Kaugummi-Grafik. Ja, das ist irgendwie Robins Problem. Der hat da irgendwie eine ziemlich. Du kannst am Fernseher doch auf Schwarz-Weiß stellen, oder? Ja, aber es ist ja trotzdem noch so. Ich könnte es Tropical Freeze und Barbie nehmen, also, aber. Eine stark ausgeprägte Abneigung gegenüber Nintendo-Grafik. Nein. Doch. Also nicht gegen Nintendo. Ich bin kein Nintendo-Prinzip-Maker. Nein, ich sag Nintendo-Grafik, ja, weil diese Grafik, die du ja so sehr hast. Ich hasse die nicht, aber ich kann die mir nicht angucken. Ja, geht doch selber hinaus. doch, Donkey Kong Country Tropical Freeze kann man schon durchspielen lassen. Pikmin soll auch geil sein. Pikmin. Oder Monster Hunter Tri Ultimate, okay, gibt's auch für 3DS. Monster Hunter Tri Ultimate. Ist mittlerweile mal Rayman Legends rausgekommen. Ja, Rayman Legends, genau, okay, ist aber nicht exklusiv. Hab ich nicht genannt. Es geht ja nicht um exklusiv, es geht ja um gutes Spiel. Oder auch generell die Download-Titel im eShop, die sind echt gut. eShop-Titel, jetzt haben wir die 10 Finger. Moment, nicht alle 2 Sekunden, ne? Ja. Exklusiv ja schon. Ich weiß ja, euer Penis macht bei dem Thema Wii U. Aber lasst uns mal weiterlesen. Nö, ich wollte nur. Philipp muss nämlich bald los, irgendwie. Was war die Frage? Was war denn eigentlich die Frage? Alter, es geht 7 Minuten vor, es ist jetzt halb. Okay. Halb 3. Ja, und 2015 geht's dann weiter. So. Jetzt kommt erstmal Hyrule Warriors, Smash Brothers. Ab dieses Jahr kommt doch einer. Bayonetta? Beide kommen raus. Bayonetta 2 und 1 kommen raus. Dann kommen noch Hits wie. Na gut, Zelda will ich ja nicht nennen, aber. Was kommt 15 raus? Das neue Xenoblade Chronicles. Xenoblade? Oh, falsch oder? Ja, dann nein! Noch Zelda machen. Nein! Hallo. Lesen ist cool, aber in der heutigen Schnelllebezeit nehmen Sie sich nicht mehr viel die Zeit, da auch überall die Ablenkung lauert und so wird man niemals fertig. So geht's mir zumindest. Hörbücher sind wie Podcasts, kann man sich dann peripher einführen. Werde mir auf Ansage von den Rocket Beans mal Der dunkle Turm von Stephen King gebe. Das ist ziemlich gute Buchreihe, habe ich gehört. Kann jemand kurz das Ende verraten? Ich kenne es leider nicht. Hätte mich auch mal gereizt, aber vielleicht doch. Sie wachen auf und es war alles nur ein Traum. Oder Schwarze stirbt am Ende. Der dunkle Turm ist eine Metapher für den Penis von dem Schwarzen. Und der fällt dann am Ende um und ist tot. Tot! Das ist eine ganz schön traurige Geschichte. Aber ich kann es dir echt empfehlen. Also ich habe mal von Stephen King S durchgelesen, das bekannteste Werk, glaube ich. Und ich war schon relativ angetan, also von seiner Schreibweise. Was halt früher oder später abteilen werden kann, ist, dass
überaus detailliert schreibt. Extrem detailliert. Und ja, man dann doch still. Also ich war gerade vor, zum Beispiel so 10, 15 Seiten, erstmal die ganze Umgebung und das Aussehen der Charaktere beschreibt, kann schon ein bisschen langweilig werden. Also man will auch wissen, halt, was heute geht. Ich habe Shining gelesen und es hat mich über drei Viertel nicht gepackt. Und dann war ich eines Morgens im Bus und habe eine sehr spannende Stelle gelesen, die auch immer wieder als gute Filmstelle zitiert wird. Und da habe ich echt verpasst auszusteigen, weil ich so fixiert war auf dieses Buch. Du musstest aber aussteigen. Der Rest von dem Buch hat mich halt nicht so gut. Früher oder was? Ja, früher schon. Das ist peinlich. Ist aber egal, weil das war ja immer nicht so wichtig. So, nun gut. Adialulkon, keine Ahnung, 66. Ich komme aus Baden-Württemberg und da gibt es gutes Bier. Und by the way, Chloe Moretz Herzchen. Cool. Kennt ihr nicht? Kennst du auf jeden Fall nicht? Das ist das Mädel von Kick-Ass, die Kleine, die Tochter von Nicolas Cage. Hit-Girl. Kennt ihr alle nicht. Du vergibst wieder vorzukennen, aber kennst nicht wirklich. Wo war die Frage? Die ist übrigens irgendwie nicht so toll, finde ich. Außerdem ist die irgendwie 15 oder... Nee, mittlerweile ist es bestimmt 17 oder sowas. Bald geht's nach Köln. Ja, und der Rest kann aber guck dir mal alte Filme von der an, da war die ganz jung. Mhm. Da stehst du. Geil. Neulich im Bad. Ich wusste mal die Geschichte. Als er mich darauf angesprochen hat, sage ich, erzähl es garantiert im Feedback, damit alle sich lustig machen können. Hoppala. Neulich im Bad hat ein Bauer gemacht, zeigt an mir vorbei. Die wird schicken. Und ich drehe mich um. Lass die 12 gewesen sein. Das war, vorher haben wir es nur so ein bisschen getriezt, aber jetzt, das war quasi das Geständnis. Ja. Und so, ja, naja. Hast du letztes Feedback schon erzählt, wie du so mit dieser lasziven jungen Person da an der Ampel gestanden hast? Die war irgendwie, was war die 7. Klasse hier? Mhm. Ich bin aber auch ein Schmutzfink. Ja. Hier ist witzig bei diesem Rumbauern, diese ganze. Definiere Bauer halt. Die stehen halt auf dem 5-Meter-Turm und stehen da rum, bis sie trocken geworden sind. Okay. Und zeigen halt auf irgendwer ein hübsches Mädchen vorbeikommt und sagen halt, ja, spicken. Ja, aber also eine Definition von Bauern. Die Essenz vom Rumbauen ist einfach nur auf dem Turm zu sein, aber nicht runter zu springen. Genau. Nur um Müll zu machen die ganze Zeit. Oh, guck mal, schön. Ansehnlich, sind tolle Bäume. Ja, das Kiko ist Adventure gibt uns hier eine Nummer, die rufe ich ja jetzt nicht an. Nee, Kiko ist langweilig. Ich habe meine Nummer bestimmt 3-4 Mal gepostet. XD. Oh ja, aber, vielen Dank. Bis sie anruft. Bis sie anruft, nichts, bis sie anruft. Tja, keine Ahnung. Also, ich habe ehrlich gesagt die Nummer noch nie gepostet, weil das ist als Spam durchgegangen. Keine Ahnung. Wir haben eigentlich bis jetzt fast jede Nummer angerufen. Aber ich habe halt jetzt dieses Handy hier und er muss auch bald gehen, deswegen vielleicht machen wir es am Ende noch, aber sonst müssen wir jetzt. Na, Schwur zum Nommarsch vor. Nee, halt am Arsch. Die kennen deine Stimme nicht, damit kannst du die Nummer fiktiv oder von einer anderen. Also kriegst hier noch ein paar Antworten, dann mich doch mal an, wenn du mir nicht glaubst. Ich kenne deine Stimme ebenfalls nicht. Ja, hier meine Nummer. Das ist eine falsche Nummer. Ja, sind halt alles Antworten darauf, ist jetzt glaube ich nicht so passend. Kameratyp. Sagt, ich bin eine krasse Keule. Wenn du dir echt Hunter Cross oder X oder 10 Hunter. Okay, rein hitlerst, wäre das echt the shit. Nee, the tits, scheiße. Falls du es schon angefangen hast, kannst du ja mal sagen, wie es dir gefällt. Leider habe ich das noch nicht. Ich bin gerade an Community noch dran. Oh, Community, welche Staffel? Vierte. Ja. No? Mega Nova 1994, na wenigstens war ich dabei. Ach, das ist der Kollege, der schlechten Empfang hatte und noch dazu schlechten Dialekt. Ja. Dementsprechend musst du es auch vorlesen. Was war denn das? Schade, dass ich mit der Bindung nicht so hingehauen habe. Nee, das war anders. Ach, und ich heiße Michael. Ihr könnt ja beim nächsten Mal nochmal anrufen, wenn ihr Bock habt. Ja, das geht leider nicht. Anna hat jetzt deine Nummer. Nicht ich. Ich würde dann nur Englisch reden, weil das mit dem Bayerisch ja nicht so hingehauen hat. Hoffe, ihr habt die Nummer noch. Ja. So halb. Anna ist leider gerade nicht da. Anna muss arbeiten. Was habe ich vergessen? Daniel ist im Bad. Im Dings wollte ich eigentlich sagen, weil sonst wäre er hier. Und Kalle schläft wahrscheinlich noch. Party hart und so. Ach, für Kalle? Ja.
Und Daniel ist halt schlecht, weil er vielleicht im Krankenhaus landet. Runde Kamera in den Arsch bekommt. Chalafir sagt, ach verdammt, ich habe vor ein paar Tagen Robin und Herodes gesehen und war mir unsicher, wie ich mich verhalten soll. Keine Sorge, bei der nächsten Sichtung bekommst du die Begrüßung, Offenbarung, die du verdienst. Ach ja, und ich kann es wohl nicht oft genug sagen, nein, ich bin immer noch keine Frau. Schade. Wäre geil, wenn du eine Frau wärst. Chalafir, der Gangster, teilt hier im Bein rum. Das ist schon wieder voll sexistisch von dir. Du musst doch beide Geschlechter... Das ist eigentlich doch eine Frau. Hashtag Sexismus, ey, Gamescom. Hashtag Aufschrei. Hashtag übelst Aufschrei. Phantom ja, Zero. Ich würde dich gerne mal sprechen, Chalafir. Phantom Zero. Ich bin immer in der Stadt, sprich mich an, ich hänge mit Epsilon. Ja, ey, Chalafir, wenn du uns entdeckst, gell, sprich uns an. Chala, fuck, Phantom Zero sagt, was war vor dem Urknall? Na, Adam und Eva, das weiß doch jeder. Hallo. Genau. Wo endet das Universum? Na, bei der Gott, Schlange. Ihr Welt. Gott beendet Gott, das Universum. Gott fängt an und hört damit auf. Wie geht das alles zu Ende? Naja, Gott halt. Gott ist schuld. Naja, noch ein Urknall und dann geht's von vorne los. Nee, so Quatsch. Ja, oder man nimmt das. Das war jetzt keine ernste Frage, aber schreib drunter, wenn das ernst gemeint war, da kannst du die nochmal stellen. Und dann erklär es dir. Einfach diese Verschwörungstheorie von Assassin's Creed, dass sich irgendwann die Pole der Erde austauschen, wechseln und dann. Dann denkst du, das Universum. Oh, ja, oder was? Ja. Das heißt, brennt, die Erde brennt komplett nieder, Zivilisation ausgelöscht und der ganze Zyklus der technischen. Und. Ich glaube schon ums Universum, nicht um die Erde, oder? Ja. Nö, nö. Ja, wie endet das alles? Ah, alles. Naja, alles. Also, was, alles. Okay. Was ich sagen wollte, ich glaube, habe ich das schon mal in einem Feedback gesagt mit Assassin's Creed und so? Ich glaube, das war eins der ersten. Ja, wo jetzt das mit dem Hauptproblem angesprochen genau. hat, das Franchising. Ja. Sorry, jetzt hatte ich gerade. Das mit dem Buch hier, der Zorn und so, dass das alles voll Sinn gemacht hat. Hi! So unprofessionell, die telefonieren im Feedback. Wie bitte? Ich bin nicht zu Hause, nein. Unprofessionell. Hashtag Valtier, der hätte das rausgeschnitten. Kigo Adventure. Hallo. Hey Robin, du guckst bestimmt It's Always Sunny in Philadelphia. Auf Englisch. Weil die Serie echt besser ist auf Englisch. Community gucke ich übrigens auf Deutsch. Hast du eigentlich schon die Jokes on die Folge gesehen? Nein, habe ich noch nicht. Wo sie die XD übelst verarschen, weil die ist so geil. Toll, ist beide Arschlochs. Ja, also, da sind halt auch schon ein paar Folgen dabei, die nicht so abgehen, aber ich mag das trotzdem, dass es so durch ist. Und nein, die Folge habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich gucke auf Englisch, weil einfach besser. Aber keine Ahnung, ich habe bei Community habe ich 3 Folgen Deutsch geguckt, 3 Folgen Englisch und irgendwie würde ich dann Deutsch weiter gucken. Vielleicht auch mal zur Abwechslung, wenn ich auf Englisch gucke. Ralfi sagt außerdem, ladet ihr zum Gamescom-Video wieder Mr. Hein ein. Mr. Hein kommt ja sowieso. Natürlich, der muss doch seinen Sexismus verspritzen. Ja. David Hein, Sexistenschwein, muss doch wieder genau. aufleben. Der hat sich jetzt das Jahr über rehabilitiert und jetzt muss es wieder... Er malt sich schon solche Augenbrauen an. Ja. Und so ein Bart. Naja, und ein Phallus-Symbol überall hin. Muss halt seine Rolle verteidigen. Ja. Und dann zieht er sich ein T-Shirt an, auf dem steht Feierrunde, der Gerät schläft nie. So. The Tava 98 sagt, wann kann man endlich geile T-Shirts von euch kaufen? Yeah. Ich habe schon mal gefragt und ich brauche für die Gamescom unbedingt eins. Viel Grüße, The Tava. Ja, vielleicht gehe ich ja hier mal in den Laden und mach mal hier per Hand ein paar T-Shirts da. Weil das ist dann schon ein bisschen cooler. Ja. Mal schauen, dann könnten wir da vielleicht so ein paar mit auf die Games kommen. Dort verscherbeln. Was ja, man da kann sich ja selbstverständlich nee. Halt einfach so das Logo hinsenden und die. Nee, dann, dann, nee, das ist ja dann kriegt er einen Anruf vom Anwalt. Nee, das also. Kameratyp, was sagt ihr zur. Oh, das ist jetzt. Oh, wir sind nicht in der richtigen Verfassung dafür, glaube ich. Was sagt ihr zum Palästina-Israel-Konflikt? Wir müssen es ernst nehmen, dann kann darf man ich nicht gerne. Ich ja. Okay. In dem schwersten Akzent, den du brauchst. Also, mach mal von vorne. Kameratyp Fried, was sagt ihr zum Palästina-Israel-Konflikt? Fragezeichen. Ich als Sohn eines afghanischen Kriegsflüchtlings stehe da selbstverständlich auf Seiten der Palästinas. Wer nach den ganzen Eskapaden des Zweiten Weltkriegs ein eigenes Land
zugestellt bekommt, er sollte nicht die Leute, denen man das Land auch noch weggenommen hat, abschlachten und noch mehr von deren Land besetzen. Was kommt denn als nächstes? Ägypten, Saudi-Arabien, wer durch Nationalsozialismus 6 Millionen Glaubensanhänger verloren hat. Der Moment am Tag, wo es halt einfach langweilig ist. Nee, lies mich weiter. Ja, klar, auf jeden Fall. Alter, Khalafir. Verloren hat, sollte doch etwas intelligenter sein und nicht mit der ganzen Zionismus-Scheiße anfangen. Mein Vater ist Moslem, meine Mutter ist Christ, ich habe einen hebräischen Vornamen und bin selbst Agnostiker. Und das, was Israel da macht, ist ein Verbrechen an der Menschheit. Und der Menschlichkeit, und die ganze Welt schaut weg, weil sich Israel gegenüber irgendwas verpflichtet hat. Israel gegenüber verpflichtet hat. Ja, was sagt ihr so ein Palästina-Israel? Überhaupt nichts. Spaß. Kein Kommentar. Ein paar Lines-Truppen. Also weiß ich, also Leute, dass sie das nicht einfach alles mal gewaltfrei lösen können. Und jetzt, wo ich das hier gerade so sehe, habe ich mir eigentlich überlegt, wenn die sich wirklich nicht diplomatisch einigen können, wie einfach mal erwachsene Menschen das zu tun haben, dann sollen sie eine Münze werfen. Ganz darf ich eine Münze werfen? Weil das ist theoretisch. Okay. Warte. Ich sag, theoretisch die Juden das was gibt, sollen bei jeder großen Entscheidung eine Münze werfen. Der Rest gewinnt einfach mal klarkommen, weil das zieht sich ja auch so ewig, das ist so dumm. Ja, und keiner hat wirklich was davon. Besteht der Konflikt schon seit über 2000 Jahren, also das ist schon Sterilierung, ne? Ja, die sollen halt einfach mal hier, Mauer oder nicht. Ich finde, wir sollten einfach sagen, war Vergangenheit, kann man liegen lassen, fertig. Das ist es ja nicht, aber... Ja doch, das kann man schon einfach machen. Am besten werfen sie erst eine Münze, um die Entscheidung zu treffen, ob sie eine Münze werfen. Nee, echt, ey. Aber die müssen noch vorher auswürfeln, wer die Münze werfen darf. Ja, stimmt. Und dann müssen sie eine Münze werfen, ob die höhere oder niedrigere Zahl gewinnen. Dann müssen sie aber eine Münze werfen, um die Münze auszuwerfen, die das entscheidet. Also so leicht ist das wirklich nicht mit dem Konflikt. Richtig. Nee, aber das Ding ist halt, dass die einfach mal nicht immer dieses Gewaltding, dass die gleich alle so zu Bauern sein müssen. Ja, warum können die nicht einfach Israel und Palästina mischen und alle leben schön miteinander zusammen? Dann ist es ein Staat, wo überwiegend, keine Ahnung, wie viele Juden jetzt in Israel da wohnen, aber ich denke, überwiegend fast nur Juden und dann die Moslems alle. Warum schwingst du da nicht ein bisschen aus dem Fenster? Ja, die können doch einfach zusammen. Aus welchem Fenster? Die können doch einfach zusammen leben. Ich weiß nicht, was das bloß an ja, also auf dem Blatt Papier natürlich. Das ist halt dieses. Ich meine, warum immer so, ob das genannt ist Israel oder Palästina ist, ist doch scheißegal. Das ist verschiedene die großartige Problematik. Ich denke eigentlich in so großartigen nationalen Unterschieden und das ist ein Grenzding halt. Gibt es da eigentlich noch andere Fragen? Ja, also auch richtige Fragen, also, nicht jetzt irgendwie so eine Quatschpolitik. Ich würde sagen, wir geben Jerusalem einfach mal kollektiv an die USA ab, dann ist allen bestimmt geholfen. Okay. So. Ich lese jetzt mal nicht die Antworten durch. Ja. Doch, mach mal. Du bist so nur die Qualität. Weil hier ist echt eine extrem lange Antwort von Noel Kaffee trinken, aber ich glaube, die geht halt mehr an Kameratyp, deswegen sei mir nicht böse, wenn ich die jetzt mal überspringe. Außerdem kann ich die Karte nicht öffnen, weil es Screenshot ist und auf mehr Anzeigen kann ich da leider nicht drücken. Da Nicolo sagt, ich habe das Video zwar noch nicht ganz fertig, aber ich möchte meinen Kommentar der Abi-Schnitt-Mathe-Thematik widmen. Ich habe einen Schnitt von 3,5 und damit den schlechtesten Schnitt von allen an unserer Schule. Warum? Weil ich mich nicht mal einen Monat vorm Abi hingesetzt habe, um zu lernen. Das gelernt. Gell. Bin ich dumm, weil ich ein schlechtes Abi habe? Ich denke nicht. Ich habe halt fürs Mathe-Abitur gelernt, weil ich da nicht so talentiert war. Hätte ich für Mathe gelernt. Beziehungsweise ab der 9. meinen Mathe-Lehrer nicht mehr ausstehen konnte. Warum hast du mich gerade so lange und intensiv angeguckt? Ich dich angeguckt? Ja. Du hast so richtig. Ich bin umgeguckt. Ja, ja. Du cool. Magst mich. Sind meine Augen auch noch so dunkel? Ich mag dich, klar. Konnte und deswegen nichts mehr, einfach egal, scheiße, andere Fächer habe ich, scheiße, fuck,
Einfach sehr schön. In anderen Fächern hat er sich nicht groß angestrengt, aber es war mir halt einfach egal. Und da ich aus Erfahrung weiß, dass das Abi zu schaffen ist, wenn man gar nichts lernt, das ist richtig, das kann ich bestätigen. Das kann ich auch bestätigen. Bin ich immer recht skeptisch, wenn jemand sagt, das Schulsystem würde alle überfordern. Und ich bin nicht wirklich übermäßig intelligent oder so. Eher Durchschnitt. Und schöne Grüße. Bis jetzt war das Feedback mal wieder mega geil. Wenn Sie sagen, das Schulsystem überfordern, dann meinen Sie vielleicht nicht die Abiturienten, weil das sind ja die, die mit der Überforderung schon klargekommen sind. Die anderen, die Überforderten, die machen dann Hauptschule. Ja, ich glaube auch eher nicht, so ist das, glaube ich, gemeint. Du schaffst es ja auch. Das Überfordern ist, glaube ich, eher dieses, du musst. Dieses halt, dass der Druck so dahinter ist. Du musst jetzt Abi machen, sonst wird aus dir nichts, dann wirst du eine Kanalratte. So. Ja, ich glaube, das ist hey, aber dieser so Druck dahinter. Als Kanalratte hat man bestimmt voll das entspannte Leben, oder? Das kann natürlich sein. Du kannst alles essen, kannst du mal schwimmen gehen. Alles trinken. Ja. Alles trinken. Aber das Laborratte wiederum nicht. Da wird man schon so getrimmt zu dem, was wir machen. Ja, die Abiturratten sind Laborratten. Ja. Aber die auf der Rallye-Schule nicht, gell? Die scheißen drüber. Na gut. Ich bin echt der Einzige, der drüber scheißt. Die anderen gehen alles aus und helfen irgendwelchen armen Menschen. Und es gibt dir nicht zu denken. Das sind diese Landmorde. Hast du mir gerade auf den Mund geguckt? Willst du mich küssen? Du willst nicht den armen Menschen helfen. Danke. Ach, Tosa. Wohnt der Herr Rudes in der Nähe der Leonard-Frank-Straße. Er geht immer bei mir einkaufen. Ein sehr netter junger Kerl. Ich wette, das ist so die Gegend, wo deine Oma wohnt. Genau, genau. Da wohnt meine Oma. Ich finde das gut, weil jetzt weiß ich garantiert nicht, welcher der Verkäufer du bist. Ach so, ist ein Verkäufer. Ich gehe davon aus, das steht nicht dabei. Ach so. Bei mir einkaufen. Na, man geht ja generell davon aus, dass Menschen im Internet keine Frauen sind. Ach so, Verkäuferinnen. Das Rule Number irgendwas, gell? Richtig. Ja, jedenfalls fühle ich mich da immer ein wenig jetzt beobachtet. Stalker. Aber ich kann vielleicht meine Oma mal rumfragen lassen, wer das jetzt geschrieben haben könnte. Das ist ein sehr Herodes-geschwängertes Feedback, denn die nächste Frage von einer Handynummer ist, warum hat Herodes ein VW-T-Shirt an? Gleich die. Habe ich geschenkt bekommen. Von meinem Bruder. Michael. Zu klein. Oder Michele oder keine Ahnung. Stablum. Michele. Hey Robin und Co. Kommt ihr auch mal nach Italien bzw. Südtirol, um zu pranken? Ja, geil. Geplant war ja Rom, allerdings haben wir kein Auto bekommen und vielleicht holen wir das dann nach der Gamescom nach. Mal schauen, wie das wird. Was haltet ihr von Infamous Second Son? Das hast du, glaube ich, schon gespielt. Ich bis jetzt noch nicht. Ich finde es aber grafisch gesehen sehr ansprechend. Das, warte mal, das war das mit dem Dampf, gell? Das war ja cool. Das ist eine Review. Cool von 10. Das ist das Gütesiegel cool. Cool. Ja, ihr nicht gespielt? Ich auch nicht. Ist halt Infamous und ist halt so. Aber cool. Aber ist halt für mich an sich kein Kaufgrund für eine PS4, nach wie vor nicht so. Was sind denn eure Favoriten unter den Next-Gen-Games? Ich habe Watch Dogs geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag. Das ist aber das Last-Gen. Und da muss ich sagen. Aber es ist leider das Last-Gen Watch Dogs. Also ich hab ja schon das Next-Gen gespielt bei einem Kumpel. Okay. Auf der Xbox One. Aber Wii U ist ja auch Next-Gen. Naja, ja, das ist so dazwischen. Reden wir da jetzt nicht drüber. Und das Witzige ist, wenn man zu laut Xbox sagt, wenn man gerade über die Xbox redet, dann geht das Menü auf. Ist gut. Man muss Kinect dann abschließen. Oder auf und man kann, wenn man so macht, kann man irgendwie so und dann so und dann kann man nebenbei Fußball gucken. Das ist dumm, ey. Das ist so dumm. Ja, aber bringt ja was bei der Weile auf Schule, die Namen, die Buchstaben zu lernen. Ja, vielleicht kann man dann was eingeben irgendwann. Vielleicht kann man irgendwann bei der Xbox mit Bewegung Namen eingeben oder so. Ja. Ja, und eintanzen ist eine Idee. Falls jemand von Microsoft zuschaut, wäre eine gute Idee. Next-Gen-Favoriten der Titel oder was war das für eine Frage? Ja, Next-Gen-Favorit-Titel. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Last-Gen-Konsole, deshalb bin ich vollkommen raus. Also bei mir wäre Next-Gen auf jeden Fall, ist auch nicht erschienen, aber die Crew, also darauf bin ich jetzt nicht gerade so. Was ach, geht es um diese ganzen E3-Klassiker? Ach so, na, wenn das mir zählt, dann sag ich natürlich Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Ja, und Metal Gear Solid 5 oder so. Wenn das mir zählt, die noch nicht released. Aber ihr wisst ja noch gar nicht, ob die gut werden, oder nicht? Ja, wie steht jetzt zu... Alter, ich hab da echt mal blindes Vertrauen in GTA 5 Next Gen?
Na, es ist ja noch nicht draußen, aber es kann, also wenn ich... Also das stelle ich mir schon ziemlich geil vor. Es wäre für mich fast ein Kaufgrund, wenn die wirklich nochmal das umpolen. Wenn das echt einfach nochmal dasselbe Spiel wird, nur halt mit besserer Grafik auf Next Gen, dann ist das für mich auch kein Grund. Bessere Leistung. Ja, gut, aber die Ladezeiten an sich sind ja auch nicht lang oder so. Ich rede ja auch von dem Frame Rate. Ja, die stört mich auch nicht. Die stört auch ausreichend. Aber nicht. Ja, sonst, keine Ahnung, es kommt halt echt nicht so viel Gutes, was mich jetzt schon anspricht. Ja, ansonsten noch Bayonetta 2, was dann auch noch erscheint. Next Gen! Ja, ich finde Wii U, 8. Generation, Nintendo 3DS, PS Vita, alles gehören zur 8. Generation. Das hat jetzt mit technischer Hardware zu tun, sondern mit der, quasi mit dem Zeitgeist, so wann die Konsole released wird und wie viel es ist. Und du hast ja also richtig viel Geld ausgegeben, um eine Wii U zu kaufen. Nee, ich hab... Scheiße. Ach so. Scheiße. Nein, hab ich nicht, denn... du hast etwa kein... Ja, viel Geld hab ich nicht ausgegeben. Also die hat ja... Letztes Jahr habe ich mir die geholt und da hat die so 300 gekostet, das Basic-Pack. Aber jetzt ist der Preis so ein bisschen... Ja, und da habe ich nur 198 gezahlt bei MediaMarkt. Im Internet. Das ist ja richtig Bombe. Oh, ist das alles. Total. Ja, ich muss schon in. Brauchst 20 Minuten. Chill deine Base. 5 bis 10 Minuten so. Na, was du laberst, wie spät ist es denn hier auf deiner Uhr? Ja, ich muss schon mindestens 20 Minuten vorher da sein. Deswegen. Warum denn? Es steht da so. Echt, ja? Falls er früher kommt oder so. Fährst du mit dem Bus so oder mit dem Zug? Mit dem Bus. Ach so, ja, aber dann hast du noch eine Viertelstunde, Alter, wenn du 10 nach losläufst. Ja, eben, meine ich ja. Gut. Aber dann noch lange Teile für Abschiedung. Ja, das stimmt. So, Zivilperson. Was war nochmal die Frage? Ah ja, genau. Gut. Ach so, nee. Jungs, macht mal einen Livestream. Oh ja, wir wollten nämlich mal mit dem Laptop, wenn Daniel das hinkriegt, durch die Stadt laufen, die ein bisschen Pranks machen. Das planen wir auch schon seit 2 Jahren, das wird nicht passieren. Ja, Daniel ist aber auch nicht so oft da und er macht ganz viel Uni und bla bla bla. Hashtag nie passieren. Ja, Hashtag nie passieren. Ja, ich mach keine Vorsprechung. Fällt mir aber nicht zu ein zu deinem, ey. Weil die so scheiße ist. Nein, die macht mich sauber. Guck, die lutscht. Die lutscht. Ja, alles voller Scheiße. Lutscht. Hoppla. Jetzt ist halt Schnatter. Du hast hier auch noch, ne? So, jetzt ist sie bei mir, toll. Schnatter. Willst du mal die Schnattergeschichte erzählen? Naja, wir haben da so einen Mensch, der ist im Bad. Passt da auf, rettet Menschen vom Ertrinken. Ich will das jetzt nicht zu genau umreißen. Und der ist halt echt immer ein bisschen sexuell uns gegenüber. Und der Kalle hat sich so 2 Enten an die Brüste geklebt und dann hat sich der Mensch gesagt, mach mal die Hose runter und zeig mal deinen Schwanz, dann mach ich mal da mit der Ende dran. Und ging es die ganze Zeit so konsequent, nee, so wollte 3 Minuten lang so schnatter, zwischen die Beine so. Wollte so eine Ente, kannst du die Ente an deinen Schwanz dran machen? Und dann hat er gesagt, wenn wir das bei Robin machen, brauchen wir aber ganz viele Enten. Mhm. Schnatter. Boah, schnatter. Ja, Livestream. Zivilperson 30, 87, 6 Uhr, nee, scheiße, also bei 6 Minuten und 35 Sekunden, ein Stück weit älter als der Standard-YouTube-Nutzer, mit kindlichen 18, Mann, bin ich ein alter Sack. Ja, das ist ja der ich denk so. Das ist ja nicht der Durchschnitt, sondern wirklich, dass die größte Masse einfach... 13 bis 18 ja, ist eigentlich... 13 bis 17 würde ich vielleicht sogar sagen, aber 18 also ist schon... Also bin ich auch wenigen. Schon... Du bist Anna. Echt alt. Nee, das heißt ja, es kann ja, weißt du, wenn die 13- bis 17-Jährigen 51% sind und die anderen 40 und dann die ganz alten 10, ist das ja trotzdem die größte Masse, aber trotzdem nur ein bisschen mehr als die Hälfte. Und deswegen muss sie auch nicht so alt vorkommen. So, alter Sack. Sollte mich das jetzt in irgendeiner Art und Weise aufbauen? Mhm. Oder? Für Afrika ist es schon mal. Boah! Wo habe ich denn nur wieder meinen Rollator hingetan? Immer dieser Alzheimer. Genießt euer Leben, solange ihr nicht könnt. Ich glaube, er wollte noch schreiben. Mit 27 ist das Leben vorbei. Wieso denn? Also dazu möchte ich gerne eine Fortsetzung lesen. Ah, okay. Ein Fazit? Nö, noch eine Fortsetzung. So. Ach so, ja. Warum ist dein Leben vorbei? Ja, denkst du, das schon ins Heiraten und Kinder machen? Also 27, da bist du ja eigentlich noch körperlich relativ auf der Höhe. Mhm. Du piekst da erstmal, Kollege. Lass dir nichts einreden. Ja, nichts einreden, Mann. Mach Kinder mit 40. Warte mal, du bist jetzt 23. Nee, richtig. Da geht ja dein Leben schon richtig so runter, Alter. Übelst. Ey, da hab ich noch 4 Jahre, da bin ich bei Zivilperson 30, 87, 80. Ich bin schon bei meinem Bergfest zum... Zum Tal. Zum Tal. Ja. Frau Lauter musst du auch noch bekommen. So, Mimax. Schön zu sehen, dass mein Kommentar, den ich genau in der Prüfungszeit verfasst habe, von euch aufgegriffen wurde. Mit dem letztendlichen Ergebnis des Ganzen hätte ich nie gerechnet. 2,2.
0,2 besser als ich. Alter, Chris Tepke, Alter. In Deutsch wurden es leider nur 3 Punkte. Das wiederum ist sehr schwach, weil da hatte ich 13, glaube ich. Deutsch ist für mich definitiv die schwerste Fremdsprache. Ich finde, Deutsch ist irgendwie so ein Ding, da muss man nicht lernen, das muss man halt so ein bisschen haben und dann flutscht das. Und man muss echt einen guten Lehrer haben. Und da kann dir jeder erzählen, was er will. Wenn du bei Deutsch einen Lehrer hast, der dich nicht leiden kann, hast du verkackt. Egal, wie gut du in Deutsch bist. Und das ist einfach nur dumm. So, Spider-Mike. Ist hier echt Nommasch dabei? Dann lesen wir den jetzt noch schnell. Dann spule ich wieder zurück. Hier ist Nommasch. Nommasch vor 4 Tagen. Hat Philipp B. eine Freundin oder einen Freund? Also, ich würde sagen, in den letzten 2 Tagen hat er auf jeden Fall. Ich sage jetzt nichts mit Hannibal, das wäre nicht cool. Nichts mit Hannibal, nee, Hannibal habe ich noch nie gesehen. Ja, meine Freundin, Freund, je nachdem, wie man es sehen will, ist hier anwesend. Hey, mit links, Alter? Ich bin Linkshänder. Alter, das müssen wir zeigen, Alter. Ist auch Vorteil, ich dachte, ihr habt euch das gegenseitig gezeigt. Ja, nee, das haben wir nicht gemacht, Alter. Ja, nee, die haben nämlich miteinander beieinander geschlafen. Du musst dir auch so vorstellen, ja, bist jetzt am Laptop oder am PC, ja. Wenn du seine Rechte haben zum Surfen. Ja, das ist halt die Scheiße. Und so, ich weiß, kann ich und die Rechtshänder haben ja dann das Problem, dass sie ihre linke Hand benutzen müssen und dann so überkreuzt. Weißt du, so, das ist ja schon ein bisschen schwierig. Ja, aber ich brauche halt zum Schauen nicht die Maus. Ich meine, noch mit einem Willi rumspielen, also, wenn man so was für dich so konkret aussucht oder so vorspult oder so. Ich fand das doch nicht schwer irgendwie. Ja, ich fand es auch nicht schwer. Okay. Ich meine. Achso, das hier. Ja, wir haben es gesehen, Robin, du bist echt ein toller Multitask. Du bist so hässlich, ey, so ein Esel. Hat Philipp B. einen auffälligen Körpergeruch? Ja. Ja. Echt, ja? Kann ich auch zustimmen. Gut. Auf jeden Fall. Ich muss dafür sagen, also ich rieche ja immer nicht so viel. Was meinst du, warum wir beide uns auf diese Seite gesetzt haben? Hat Philipp B. einen geleckten Sack? Ja, nein, immer noch nicht. Also Robin hat da... Trial by Combat und ich habe Kalle ins Feld geschickt. Also Robin hat da so ein paar fiese Tricks angewendet. Der hat mir dann einfach, statt die Eier zu lecken, seine Hälfte von Heroes Geburtstagsgeschenk gegeben. Das ist richtig. Und die war folgende... Warte, wo ist denn die? Ah, und die war folgende... Eine Ohrfeige! Also quasi 2. Genau. Kannst du reinschneiden, musst nicht. Ja, schauen. Einmal um das Bild. Was ist das beste Metal Gear Solid? 2 oder 3? 3. 2. 2? 3 eindeutig, weil das ist das beste Sneak, Alter, die beste Story, da meinst du am Ende. Ich hab auch mal PSP gespielt. Achso, ist doch nicht immer um 2. Ist 3, ist wirklich 3. 3, 2. Ist wirklich 3. Vor allem diese eine Stelle, wo du den Tropfen hochsteigst ganz lange. Ja, das ist kein Tropfstein, aber ja. Ja, aber Metal Gear Solid 2 war halt die Gesellschaftskritik schlechthin. Ja, das hat keinen Sinn. Aber 3 ist halt einfach besser. Aber 3 ist halt das rundere Ding. Ja. Ist so. Nee, finde ich nicht. Doch. Kannst du auch an sich spielen. Ah, nein. Wenn du 2 ohne die anderen spielst, ist 2 echt ganz schön. Nö, wenn man 2 ohne Teil 1 spielt oder eigentlich so zu der Zeit gar nicht so war, also. Zu dem Zeitpunkt, wo es noch veröffentlicht wurde, das war Brettmann. Also dieses ganze Experiment. Und dann kam das Brett und das war dann der dritte Teil. Nee. Schon alleine Kojima sagt selber, Dschungelsetting. Dschungelsetting. In Russland. Ja. Und ich finde, dieser Dion sollte im Triumvirat der Spasten gegen Le Pet. Triumvirat heißt übrigens eine Ansammlung von 3 Männern. Wir sind hier gerade kein Triumvirat. Der Spaß, naja, Nommasch. Ach Peter so, Nommasch. Nee, Le Pet steht hier. Le Pet. Ach so, aber scheiße, das habe ich mal kommentiert, dass ihr das Triumvirat der Spaß seid. Stimmt. Stimmt. Gegen Le Pet ausgetauscht werden. Le Pet ist ein Spast mit Stolz. Dion ist einfach nur ein Spast. Wer ist denn der Dritte? Sag ihm das, falls ihr ihn zufällig ganz mal zufällig sehen sollt. Wer ist denn jetzt der Dritte? Also ich finde es ein bisschen... traurig, dass ich Dion. Wer ist denn der einfach nur ein Spast bin. Ja, du bist nur ein Spast. Wer ist der Dritte? Nommasch. Ach, Phantom Zero. Keine Ahnung. Es gibt echt viele Spasten. Ja, eben. Deshalb Trevor viel. Was? Das Wort halt. Das Wort, ja. Das. What ist das? Rat der Spasten. Spasten gegen Le Pet. Aber Le Pet ist eigentlich halt gerade nicht drin, so wie es aussieht. Und der soll raus. Der Dion. Der Dion. Naja, ich fand die letzten Videos auch alle eigentlich eher scheiße, also mittel bis scheiße und würde euch jetzt auch direkt deabonnieren. Ja, mach mal. Wo ist dein Smartphone? Wo ist dein Smartphone? So, Spider-Mike vor einer Woche. Erstens, ich möchte, dass Kalle wieder öfter beim Feedback dabei ist, auch wenn ich vor kurzem noch das Gegenteil behauptet habe. Ja, vielleicht möchte Kalle das nicht. Mir ist egal. Müsst ihr wissen.
Zweitens, welcher ist euer Lieblingscharakter aus Game of Thrones? Und welcher wird wohl den Thron erobern? Jaqen H'ghar. Langweilig. Top-Charakter. Ist echt schwer, einen Lieblingscharakter da auszumachen. Jaqen H'ghar, Brienne von Tarr. Warte mal. Was, wer ist das? Ist das der? Ich habe Bücher schon gelesen und Gollum wird es machen. Aber ich glaube, der taucht nicht mehr so oft auf. Und Jamie Lannister, der ist auch ein echt geiler Motherfucker. Den mag ich auch. Also die Frodo Bolton. Die obvious choice ist ja bei einem Tyrion. Das ist ja irgendwie... Ja, Tyrion ist ja schon... Der soll der Lieblingscharakter sein. Ja, aber finde ich halt nicht so. Ich habe echt keinen... Ich sage mir bei keinen, von dem wir mehr Szenen sehen, aber auch nicht weniger. Also ist echt schon gut gebalanced. Also der ist natürlich cool hier, der hier, der Typ. Ja, genau, genau. Aber der kam halt eigentlich nur in einer Folge vor und das war's. Ja, zwei. Ja, ein paar Folgen in der Staffel 2 kam er vor. Na gut, Achso, welcher wird den Thron erobern? In allen anderen Fantasy-Dingern wäre es bestimmt Jon Snow oder Bran Stark. Aber ich glaube, beides wird halt nicht passieren, weil es halt Game of Thrones ist. Also ich habe mal so ein paar Verschwörungstheorien mir anhören lassen. Anhören lassen. Hör mir die mal an. Das sind fertige Bücher. Du könntest auch einfach die Bücher lesen. Ja, nee, die sind aber noch nicht so. Ich hab vom Kumpel gehört, also wenn, dann würde ich es auf Englisch lesen, aber der hat gesagt, in literarischer Hinsicht sind sie absolute Grütze, hat er gesagt. Also dem hat es überhaupt nicht gefallen, der schreibt sie in der gleichen und da habe ich mir ein paar ausgeliehen. Musste zustimmen. Also es war nicht so sonderlich anspruchsvoll und dann hat es auch wieder diese Komponente wie in Stephen Kings S, dass es da unheimlich viel beschrieben wird und so ein Shit. Wird das S eigentlich groß geschrieben oder ist das S? Nee, das wird klein geschrieben. Das E wird groß geschrieben, weil das ist ein S und davor ist ein E. Ein S ist ein S. Also ES. Genau, einfach nur S. Also im Englisch heißt es auch IT. 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 Information Technik. Ja. So, den Spider-Mike ziehst du auf jeden Fall noch durch, weil der hat echt gute Fragen heute am Start. Die hat er auch schön mit 1, 2, 3, 4 hier markiert. Das hat er ganz, ganz toll gemacht. Ja, gut gemacht. Wenn ihr ein beliebiges politisches Ziel durchsetzen könntet, Verbot von Tabak, Vermögensverteilung oder ein ganz anderes, welches wäre das? Liberalisierung aller Rauschgifte. Also, ist das Liberalisierung oder Legalisierung? Sowohl als auch. Also Legalisierung halt Rauschgifte. Ja. Also ich nehme jetzt selber nicht wirklich so Drogen allgemein, ob es legal oder illegal. Du siehst übrigens aus wie der Schauspieler von Kevin allein. Siehst du, habe ich auch gesagt. Ja, habe ich zugesprochen. Auf jeden Fall. Aber der ist ja auf Heroin und so. Aber du nimmst ja nicht so auf Heroin. Nur durch die Noten, ey. Erstmal dachte ich, ich sehe aus wie Elliot Roger. Ja, Elliot, der hat sich ja getötet, der Mann. Und ich kann dir so richtig vorstellen, wie der Philipp so am Auto sitzt. Look at me, I'm fabulous. Nein, die Sache ist, auf einem Facebook-Foto hat er auch noch kürzere Haare. Und ja. Da sieht er wirklich ziemlich so aus. Sag mal sowas wie... Nehmen wir den ganz kurzen Haaren, im Anzug sieht er nicht so aus. Hello. This is my last video. I don't know what to say. This is my last video. Look at me, I'm fabulous. I have my revenge. I'm such a perfect man and a perfect gentleman. Ja, politisches Ziel, habt ihr ein politisches Ziel? Ja, ich habe mir eins überlegt, aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Für Kameratyp sage ich, ich setze durch, dass die das mal klar kriegen. Das muss so was Allumfassendes sein, wie Freiheit für alle oder so. Wir nehmen einfach Palästina und schieben es woanders hin. Freiheit für nicht alle. Ja. Oder sowas, genau, man sollte erstmal den... Die Unterdrückung der Frauen sollte forciert werden. Der Hashtag Aufschrei sollte unter jedem Post Pflicht werden. Ja. Auf jeden Fall, nee, irgendwie so, dass die Reichen irgendwie übelst viel Geld an die Armen geben müssen. Echt, ja? Bist du da so vermögenssteuerungsmäßig drauf? Das wäre schon ziemlich geil, so diese ganzen Leute. Aber ich wette, wenn du dann in der reichen Stellung wärst, würdest du dann irgendwie so... Alter, die Frage ist, ob ich reich bin und eine Million Euro habe oder ob ich reich bin und Billionen Euro habe. Billionen? Ich denke immer schon Billionen. Aber es gibt Unternehmen, Konzerne... Überleg doch mal, Millionärswahl gewonnen, gibst 50% ab. Hast du immer noch viel Geld, das stimmt. Da sind nämlich die Reichen dran. Da hast du immer noch viel Geld, das stimmt. Aber wenn du dir denkst, hätte ich jetzt eine Million haben können. Also denke ich mir natürlich auch, okay, brauchst halt echt keine Million, weil das ist einfach mal, ja, way out. Aber wenn du erstmal in der Position bist, denkst du dir dann sicher auch. Guck doch mal diese Ungleichverteilung, was es für Konzerne gibt. Ja, aber dann wär's halt cooler, aber das macht halt keiner, wenn du dann wirklich... Die Macht durch Geld, weißt du. Wenn du dann wirklich von den Millionen
Ah, genau, genau. Gezielt jetzt haben Leute, gibt es, genau, die das wirklich, wirklich brauchen. Die Macht sollte in Händen der Politik, also Politik im Sinne von das, was es ist, und nicht in der Hand von reichen Menschen liegen. Vielleicht soll man einfach auch mehr versteuern, sodass soziale Abgaben so gerechter verteilt oder noch besser verteilt werden können. Vielleicht soll man die Luft versteuern. Die Luft versteuern. Luft versteuern. Das ist ganz großer Bullshit. Jeder Atemzug kostet. Ja, nur einfach so eine monatliche Gebühr, so von 300 Euro. Nee, so Quatsch. Nee, aber es kann nicht schon der Fall sein. Die Macht sollte schon, die Macht sollte schon in den Händen liegen. Ich meine, im Prinzip in der Mehrwertsteuer ist ja... Weil das Volk will, dass sie dort... In den falschen Händen liegen. In der Mehrwertsteuer sollte in den Händen liegen, die das Volk gewählt hat. Und zum Beispiel in der Mehrwertsteuer ist die Nutzung der ganzen Infrastruktur. Und nicht in den Händen von irgendwelchen TTIP-Leuten. Drin. So, und wenn dann die... Frage 2. Nur Völkert sein sollte, würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn jetzt irgendwann so die absurdesten Dinge versteuert werden sollten. Zum Beispiel einfach so die Fläche für den Park oder dergleichen. Ich meine, das wird jetzt nicht direkt angezeigt. Läuft ja auch hinauf, dass nur noch die Reichsten überleben. Wenn jetzt sagst du. Ja, nö, ich meine, wenn man halt dementsprechend die Steuer für die Reichen oder dergleichen anpasst. Luft versteuern ist Bullshit. Vielleicht in 100 Jahren zahlen wir echt Steuern für die Luft. Kann man echt sagen. Ganz ich kann es mir echt vorstellen. Weißt du, weil dann, wenn das passiert, dann haben wir hier einen Fehler gemacht. Dann haben wir uns das falsche politische Scheißding ausgedacht. Wenn Luft in 100 Jahren kostet. Ich glaube, soweit sollte man noch. Ja, cool da sein. Kann man hoffen, dass wir ich den Raum fahren. 100 Jahren sind ah, hier. Ja, du musst 10. Halt jetzt muss ich. Komm, viertens ist ihm fein. Fünftens, ich kann. Ist es euch auch so egal, dass wir Weltmeister sind? Ja, mittlerweile ja, aber ich habe das ja eh nur verfolgt wegen der fetten Partystimmung und so. Und das Komische war wirklich. Wir werden Weltmeister und einen Tag später in Berlin ist alles normal. Ich meine, ich dachte, da müsste alles explodieren und ja, alle müssen übelst. Die nächsten vier Jahre muss hier Partystimmung sein, weißt du? Ja, nicht vor. Ich dachte, du bist übelst enttäuscht von der deutschen Euphorie. Nee, das ist wie Silvester. Das ist halt ein Abend alles. Ja, aber Silvester ist halt jedes Jahr. Und Weltmeister, also erstmal der Versuch, Weltmeister zu werden, ist alle vier Jahre und dann Weltmeister. Ist alle 24 Jahre. Ja. Und das ist echt hart. Eigentlich so rund alle 20. Und da war halt ein Abend Eskalation und Apokalypse, aber am nächsten Morgen vielleicht wieder, jo, okay. Naja, es war halt schon Montag. Aber ja, im Prinzip ist es mir egal. Weißt du? Hätten alle Deutschen den Tag frei bekommen? Das stimmt. Dann wäre aber Ausnahmezustand. Das stimmt. Oder wäre das Spiel an einem Samstagabend gewesen, dann wäre der Sonntag das kann also Leute, komplett Ausnahmezustand. Sechstens, ich kann auch lange Kommentare schreiben. Nomash und Thüri, Kameratyp. Achso, Seitenhieb an dem. PS, ich koche auch nur mit Wasser, ich bin Spider Mike. So, wir haben noch ein paar Fragen, aber du gehst jetzt erstmal. Verzieh dich mal, sonst kommst du hier heute nicht. Findest du hin? Ja? Findest du hin? Einfach nur links raus, oder? Ja, im Prinzip, also hier raus, links. Und dann immer geradeaus. Im schlimmsten Fall fragst du ein und der Bahnhof ist echt so, das weiß jeder. Kein Seebar. Warum bist du erstmal immer nur geradeaus, ja? Das ist echt. Weimar so. Kommt mir auch ein bisschen so wie so ein Kurort vor. Weil ja, alles so ausgeschildert ist. Ja, weil einfach alles hier schön ist. Ja. Man muss alles mal gesehen haben. Wirklich, also man muss nicht unbedingt reingehen, außer ins Atrium vielleicht. Weil Atrium kann ich durchaus empfehlen. Atrium. Der Dion war nämlich hier und hatte noch ein bisschen Zeit, weil ich ja meinen Worst Day hatte. Oh, Robin, Alter, hast du gerade eingelassen? Nein, doch. Das war bestimmt nicht ich. Oder ich. Also, Robin, Leute, ich verzieh mich dann. Jawohl, Mann, sieht sich. Du bist ja nicht mehr der Gamescom, du Schlinge. Nee, ich mag es nicht lange da rumzustehen. Hm. Wir laufen auch. Guck mal, hier ist ein Arm. Ja, wir sehen uns heute Abend in GTA, oder? So was von mir. Jawohl. Ey, vielleicht tue ich mir auch mal mein GTA wieder. Ja, mach mal, wir wollen spielen. Leute, kommt mal mehr an GTA Online. Bei Facebook adden. Facebook adden. Flitzebuck B. Yo, addet mich bei PSN. Susi Lee, SUZYL-E. Ja, rotes Arm noch. Also Leute, war ich geil, Mann? Penis. Penis, bisschen von der Penis. Hashtag schön. Komm, Gutheil, du sagst ja. Du schaffst das? Ich muss einfach atmen, dass ich. Einfach mal durch. Einfach mal durchwimmeln lassen und dann. Ja, Mann, du kannst das wieder besser formulieren. Du sagst deine Filme im Schatz, oder das eben so. Rutscht dann auf oder. Ich rutsche jetzt auf. Aufrutschen. Vorher muss ich das mal eben platzen. Das geht hier so. Hm. Ja, das war der Spider-Mike, ein ganz netter Geselle. Ja, ich hab meine Schuhe aus. So, dann haben wir hier noch einmal Zivilperson 3087. Zivilperson. Hey, er sagt an mich, hast du nicht mal behauptet, dass ihr keine Drogen zu euch nehmt? Also von euch war, glaube ich, nicht die Rede.
Es ist ja nicht so, dass ich mich unbeliebt machen will, in Klammern, wobei, eigentlich doch, aber Alkohol ist eine, in Klammern, leider gesellschaftlich anerkannte Droge. Überspring das mal, das wissen wir alles schon. Da widerspreche ich doch auch gar nicht. Oder besser gesagt, ein berauschendes Gift, das eurer Leber schadet und zudem erwiesenermaßen eure Hirnzellen absterben lässt. Streite ich alles nicht ab. Und ich habe, glaube ich, nicht im Namen aller gesprochen. Ich habe dann von mir gesprochen, vermutlich. Ja, ich glaube, der will es einfach nur auf den Sack gehen mit diesem Kommentar. Ich streite es nicht ab, aber ich behaupte das Gegenteil. Ja? Ja. Okay. Warum gebt ihr euch mit Alkohol ab? Warum habt ihr damit angefangen? Weil es euch zu Kindern... Weil es euch als Kinder immer schon verboten wurde und ihr jetzt alt genug seid, euch selber zu vergiften und das mal ausprobieren wolltet. Meine Glaubwürdigkeit hängt an einem seidenen Faden, sagt ihr. So, da ich keinen Alkohol trinke... Ach so, scheiße. Ich habe an meinem Birthday den anderen zuliebe einen Schluck Bier getrunken. Jetzt Video kommt irgendwann. Und warum hast du Bier getrunken? Weil das mein Reiseproviant war. Ich will das jetzt hier nicht spoilern, vielleicht kommt das ja doch irgendwann hoch. Also ja, ich habe auf denselben Grund angefangen wie Käse zu essen, Wurst zu essen, Brot zu essen. Das haben andere gemacht und ich mache das dann auch und stelle fest, das ist cool. Das ist übelst cool. Ich habe es gemacht, weil ich der Erste war. Genauso cool wie Wurst essen, weißt du? Bloß das Alkohol halt einen anderen Effekt hat. Das hätte ich nicht, sondern hat halt den Effekt. Ja, und warum brauchst du den Effekt? Warum schaffst du den Effekt nicht einfach ohne Alkohol? Wie willst du das machen? Na, indem du einfach mal... Masturbieren. Ja, dieses Gefühl, Alter. Wie soll ich das so machen? Marianne. Hier drin. Ja, das geht doch überhaupt nicht, Alter. Hier drin, alles. Nein. Klar. Okay, weist mal bitte schnell nach, dass man das Gefühl von Alkohol nicht psychisch herbeiführen kann. Na, du kannst es schon. Aber es machen. Na, stell dich zum Beispiel mal nackt irgendwo auf die Straße und dann. Das ist Adrenalin. Das ist aber nicht das gleiche wie Adrenalin. Das ist aber nicht das gleiche wie Alkohol. Das ist aber schön, ja. Das ist auch schön hier. Also dann sehen alle Leute dein Astrak. Ja. Okay, aber trotzdem ist es gleich wie Alkohol. Also jetzt mach's doch einfach mal. Dann wirst du schon merken. Ja, mach's doch mal. Ja, hast du einfach, musst du mir das saufen vorher, gell? Okay? Schwach! Nee, ist aber wirklich. Es muss hier und da kommen. Ja, nicht hier. Bullshit, dass man den Effekt psychisch herbeiführen kann. So. Ja, du trinkst halt nur, um Bitches zu klären, weil das du nicht hinkriegst. Das doch, ich habe bisher noch gar keine Bitch geklärt, wie es aussieht. Also mit und ohne Alkohol nicht. So. Ja, dann stell dich doch einmal nackt auf. Weißt du? Da gibt es halt Leute, die markieren dicken Willi, aber wenn die keinen Alkohol-Intus haben, weil sie nicht mal an zu tanzen, obwohl die übelst. Das ist ja bei mir nicht der Fall, ich tanze ja ohne Alkohol. Hashtag das war übrigens ein Hashtag Seitenhieb. Wer macht denn das er? Nein. Ja, der war nicht dabei, als übelste Party around war. Wer war das? Da waren nicht so viele da, als übelste Party around war. Wann denn? In Berlin. Übelst geile Stimmung, alle am Dancen, aber einer tanzt nicht, weil er keinen Alkohol-Intus hat, obwohl er übelst. Und so eine dicke Hose und yo. Flüstert das mir ins Ohr. Ist es David Hein? Der trinkt aber auch so kein Alkohol. Also der ist halt auch nicht so gern. Ach, du raffst nicht, du bist so behindert. Nee, sag doch mal. Nein, sag. Zivilperson, sind wir durch. Nomash hatten wir schon. Michelle Ždoblum oder Michele, keine Ahnung, Michele, tut mir leid, Alter. Kommt ja, ach so, hatten wir schon, nach Italien. Okay, cool. Herr Markus dance auch immer. Hey, warum ist der doppelt? Neon Socks, na dann überleg mal. Neon Socks Forever. Yes, ich bin nicht 13-14, ich bin ein ganzes Jahr älter. Wobei ich mit euren Zuschauern in so einem Alter noch glücklich schätzen, wir können uns glücklich schätzen. Wenn man mal überlegt, wie viele es gibt, die unter 12 sind. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Das sagt, spricht dann halt nur meistens für den Mehrwert oder von der Qualität eventuell von dem Kanal. Das heißt ja nicht, dass die jungen Menschen schlimm oder schlecht oder sonst was sind. Außerdem, guckt mal zum Beispiel Let's Fail 1 an oder Halo Freak. Die sind auch sehr jung, 15 oder mittlerweile 16 und die sind auch schon mit 14. Na, die reifen ja auch. Sehr clever gewesen. So, also ist ja nicht gesagt, dass alle 14-Jährigen gleich dumm sind oder sowas. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich weiß nicht, wie du meinst. Bist du behindert? Wie viele Leute waren denn mit? Außer dir, Markus. Aber die haben doch alle getanzt. Nein. Ach so. Und das schneide ich jetzt übrigens alles raus, weil ich will nicht diffamieren. Okay, krass. Aber das ist bei mir nicht... Also ich tanze auch ohne Alkohol, wollte ich damit sagen. Tanz. So, wir sind übrigens durch die Deutschen... Ich glaube... Das war die letzte Frage. Ich habe das Nachdenken nicht rausgefunden.
Durch Nachdenken nicht rausgefunden? Ich habe zu lange nachgedacht und deshalb da so viel Konzentration drauf verwendet, dass ich die Frage nicht habe. Er hat nur gesagt, dass er 13, 14 ist und hat gesagt, wir sollen uns glücklich schätzen mit so alten, also alten Zuschauern, weil die Mehrheit halt so unter 12 ist. Und da habe ich gesagt, das ist ja alles kein Ding so. Ist ja kein Ding so. Ja, mir ist egal. Ist egal. Hashtag egal. Hashtag ja. egal. Ach Leute, ich habe euch lieb. Hallo. Ähnlich. Das ist, ihr seid nur Klickvieh. Ja. Sagt Hashtag Klickvieh. Mediakraft HQ. HQ, Alter, was? HQ, Mann, Weil du die so hatest, deshalb Hate Cube? Ja. Hate Cube. Hate Cube. Als wir dich besucht haben und der coole Markus dabei war, ich war echt so dem Suizid nah. Ich dachte mir echt so. Da hast du noch ein Geräusch von mir. Ja. Jo. Wollt ihr noch was wissen? War Berlin ganz toll, Gamescom wird ganz schön, fragt uns Fragen, keine Ahnung, bla bla bli. Warum sagt denn keiner was? Warum sagt denn keiner was? Hallo? Seid ihr etwa schüchtern, ne? Fragt mal in den Köder schüchtern! Okay, ich sag nichts. Aua! Haben wir englische Fragen? Zwei habe ich, glaube ich, übersprungen. Über Jo, das wär's erstmal gewesen, von unserer Seite aus, glaube ich. Nee. Willst du noch in diesem Sinne möchten wir uns verabschieden? Kauft nicht bei der Coca-Cola Company. Nee, ohne Spaß muss man sagen. Fanta ist jetzt nicht so geil, aber jetzt was ich sagen wollte. In einer Glasflasche schmeckt es viel besser als so ekligen Plastikflaschen. Kauft nichts von der Coca-Cola Company. Was echt das größte Übel ist, wenn man in einem Restaurant ist, ich habe heute echt so Laberfasching, und man bestellt eine Sprite und bekommt auch eine Sprite. Und dann ist es einfach nur ekelhafte Zitronenlimo aus dem Glas. Und du schmeckst den Unterschied. Das finde ich nicht gut. Was nicht heißt, dass Sprite das Beste ist. Das heißt es natürlich nicht. Ich bin ja auch nicht so, dass ich sage, die Marke schmeckt am besten oder von übelsten Marken. Ist auch nicht der Fall. Ist das wertvollste oder sonst was. Aber wenn du Sprite bestellst, dann willst du doch auch Sprite bekommen. Das außer sie sagt dir natürlich, wir haben keine Sprite, wir haben Zitronenlimonade. Dann ist das voll okay. Aber wenn ich Coca-Cola bestelle und dann, was weiß ich, ist da eine Springe 9 oder wie das heißt. Ich kaufe auch keine, aber ich sage nur. Hast du denn schon mal eine Sprite bestellt und etwas anderes bekommen? Ja, das ist sehr oft hast du dich dann beschwert? Zweimal habe ich das schon getan, ja. Und einfach nur zu gucken, was. Also eigentlich ist was es mir ist jetzt passiert? Nicht so wichtig. Das würde mich interessieren. Ja, ich habe gefragt, also beim ersten habe ich gesagt, das ist aber jetzt keine Sprite. Da hat sie gesagt, ach so, nee, das ist eine Zitronenlimonade, das ist aber dasselbe. Sie sagt, naja, das ist aber eigentlich nicht so dasselbe, aber okay. Und beim zweiten Mal wollte ich die Sprite-Flasche sehen. Das ist eigentlich ganz duschbaggy von mir, aber weißt du, wenn man das schon mal ganz oft erlebt hat, dann möchte man das auch mal sehen, dann wollte man die Sprite-Flasche sehen. Und dann hat sie mir die Sprite-Flasche nicht zeigen können und dann war ich sehr traurig. Hast du es rückerstattet bekommen? Nein. Spaß dem. Ich hatte es noch. Bist du aufgestanden und gegangen? Nee. Nachdem du ja, ich will da ja auch nicht so grundlos rumwischen, so schlimm ist es auch wieder nicht, aber das ist halt das Geilste, ey. Wo war bei Burger King und vor uns war so ein richtiger typischer Bauer, war das? Und bestellt sich Cheeseburger oder irgend sowas, ja, und packt den dann irgendwie am Tresen aus und dann war der halt kalt. Und der halt Bauer wie ist, der ist kalt und flackt den da rein, Alter, wie der letzte Assi. Aber ich musste so lachen, ja. Das kam halt so unerwartet. Deshalb als kleinen Tipp, falls man einen warmen Burger will, ja, muss man immer etwas weniger bestellen, also ohne Zwiebeln oder ein bisschen mehr Ketchup oder so. Dann müssen sie einen frischen machen. Das ist echt geliebt, ja. Ich esse auch einen kalten, ist egal. Aber es gibt ja eh so viele Regeln. Eigentlich bei euch gibt es kein Klo, ne? Also da, wo du arbeitest. Da, wo ich arbeite, da gibt es ein Klo. Gibt es ein Klo? Nur kein Kundenklo. Ja, weil, so wie ich das mitgekriegt habe, sofern da mindestens zwei Sitzplätze sind, muss der Laden auch ein Klo bereiten. Ja, aber bei uns gab es keine Sitzplätze. Das war nur so Anlegen-Bänke extra, damit es keine Sitzplätze. Und das andere sind auch nur so Stehhocker, weil da. Wie heißt denn Laden? McDonald's, Burger King, KFC, Subway. Richtig. Nee, weil, gut, dann halt bei euch nicht, aber das habe ich schon ganz oft gesehen, so. Wie willst du da aufs Klo gehen, aber dann die kein Klo und das ist gesetzeswidrig. Darf ich nicht. Nicht sagen, wo du arbeitest. So. Nee, ich darf keine Leute zu mir einladen. Habe ich ja bei euch auch nicht gemacht. Ja. Nein, ich meine einladen, dass sie zu dir kommen und dort einkaufen. Nee, genau, das darf ich nicht machen, weil sonst würden sie mich ablenken. Echt? Aber dann kriegt der Laden mehr Geld. Das ist richtig. Aber ich arbeite dann weniger. Das ist schlecht. Konzentriert. Das ist schlecht. Das ist durchaus schlecht. Kommt in die so und so Straße 101. Ja. Beim Flohmarkt. Gegenüber bei da, wo manchmal Flohmarkt ist. Ja.
Das war es auf jeden Fall erstmal gewesen. In Weimar. In Weimar mindestens hier. Nur ein bisschen weiter weg. War sehr schön erstmal hier. Und wem es nicht gefallen hat. Deabonnieren, sofort deabonnieren. Ja, bitte. Die Schulgeschichten sind vor diesem Feedback online. Geil! Geil! Da geht mir Licht auf. Wir machen da gibt es auch gleich einen Link hier oben. Ja. Da. Warte. Hier. Draufklicken. Einfach nur. Das könnte sogar auch echt hinhauen, wenn ich hier so. Dann kommt man nämlich da irgendwo auf den Kanal und dann kann man sich das ja so. Jetzt ist die Batterie fast wieder alle. Und hier oben abonnieren, gell? Hier oben. Akkumulatore. Achso, liken, teilen, scheren. Scheren. Ja. So. Das war das Hausbug, oder? Das ist wie eine Schere. Ja. Und dann gleich der Schnitt und du siehst es. Das ist schon. Liebes geil. Okay, ja. Das wär's gewesen. Haut da rein. Nächstes Mal vielleicht wieder mit Kalle und Daniel, wenn Daniel sich jetzt nicht irgendwie den Penis abschneiden lässt, sondern wochenlang unverfügbar ist. Dann heißt er Daniel. Mit Daniel. Mit stummen, mit halbstummen E. Ja. Daniel. Stimmt uns. Ja. Ja. Ciao. Tschüss. Ja. Hi. Hi, geht los. Hi, Leute. Wir sind hier im Nachtrag und ich kicke am Start. Kicke, hallo. Hi. Ja, ist jetzt nicht so gut, weil wir haben jetzt noch nicht so viel gefilmt. Aber wenn die Frage kommt, ob es gut war, es war super. Ja. Es war richtig gut. Es war richtig toll. Wir haben nämlich jetzt hier ein postmodernes Handy auf jeden Fall. Hier oben. Alter. Jetzt ist es echt scheiße. Jetzt ist es richtig scheiße. Ja, das habe ich geschrieben. Erster Daumendrücker. Hallo Markus. Phantom Zero sagt, warum bekommt eine einmalige Besucherin extra einen Döner? Wo ist jetzt die Pizza? Und jetzt noch oder? Heute doch teilen. Nein. Du wolltest doch eine Pizza bestellen. Du wolltest doch keine Pizza. Ey, du verarschst mich jetzt nicht auch, oder? Wieso? Jetzt sagt Robin, du bestellst eine Pizza, machst nicht. Du bestellst eine Pizza, mach auch nicht, oder was? Komm, nimm jetzt hier was. Mal weg. Dann wollte ich keine Pizza. Nimm was. Nimm das jetzt. Dankeschön. Ja, das stimmt. Wir müssen Dank verpflichtet. So. Ja, warte mal, ganz kurz. Ja, lass mal die Beine nicht so sehr aneinander reiben. Ja, Alter, ich brauche auch ein bisschen Beinfreiheit. Hier so ein bisschen an die Haare ran. Dann musst du noch ein bisschen wegrutschen, Alter, sonst krieg ich hier ein. Nee, du musst jetzt noch ein bisschen wegrutschen, Alter. Das ist richtig schön bei uns. Ich weiß, ich werde echt komplett gerade Hosen fallen. Warte, wenn ich jetzt Riecher aus dem Bild schiebe. Ey, du schmeißt die Kamera runter. Nein, das guck mal, jetzt sind wir alle drauf. Das war's mit dem zweiten Teil. Jetzt nicht angeschlossen. So. Ja, wieso bekommt Phantom Zero keinen extra Teil? Also, ich würde an der Stelle das mit den 3 Minuten bringen, aber ich wollte es nochmal sagen, es ist nicht mehr lustig. Ja, einem quasi Stammgast wird solch ein Privileg allerdings vorenthalten. Hat er Pech gehabt. Ja, richtig. Ja, du quasi Stammgast. Ist dein Glück. Du hilfst mich hier bei wichtigen Dreharbeiten von The Last of Us. Hier kommt doch eine interessante Frage. Rika, Cosplay und so, ganz toll. Ja. Hier kommt nämlich. Ich frage mich, wieso Cosplay überhaupt so beliebt ist. Es gibt ja Leute, die tagelang an ihren Kostümen arbeiten oder sich für viel Geld welche kaufen, nur um einmal verkleidet herumzulaufen. Warum denkt ihr, ist das so? Ich würde sagen, aha, also, das ist aufgeploppt. Shit, Akku 4%. Oh. Also für Karneval, das ist einmal im Jahr und da kaufen Leute für viel Geld Sachen. Karneval ist scheiße. Das ist auf jeden Fall nicht so das gute Argument. Geht das jetzt hier? Du musst es ein bisschen nach oben drücken. Das ist scheiße. Und vor allem ist das unten, wo du hindrückst. Das ist einfach mal unten nicht mehr. Nein, von hinten so nach vorne. Jawohl. Also ich finde mein Handy besser. Ja. Das ist nur, weil mein Handy wieder hochdrückt. Pass auf, reicht nicht mehr. Echt jetzt? Dann soll ich das halten. Ja, du musst es die ganze Zeit so drücken. Echt? Ernsthaft? Ja. Alter, Leute. So, Leute. Du kannst jetzt ja mal sagen, was dich beim Cosplay fasziniert oder so. Und ich esse jetzt meine Pizza. Okay. Ja, ich habe ja nichts gekriegt. Also, ich mag Cosplay vor allem deswegen, weil es mir halt Spaß macht. Und ich gebe deswegen so viel Geld aus, weil ich erstmal das nicht nur einmal im Jahr trage, sondern ganz oft zu verschiedenen Conventions. Und mit meinen Freunden cosplay ich dann... Ja, aus einem Anime oder aus einem Game oder sonst irgendwas zusammen in der Gruppe und
das ist halt mehr als nur ein, also nur ein Karnevalkostüm, sag ich mal, einfach weil es meine Leidenschaft ist und ich da voll und ganz hinterstehe. Und es mir auch, ja, also mir macht es einfach Spaß, so in den Charakter hineinzuschlüpfen und das ein bisschen nachzustellen und Videos zu drehen. Ja. Das machst du sehr gut. Hast du es wirklich gut gemacht beim Videodrehen? Für mich auch, hat echt Spaß gemacht. Authentisch auf jeden Fall. Nee, ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied, ob er hier genötigt wird, das Kostüm anzufertigen in seiner Nachkriegswohnung. Oder ob du das halt machst, weil du wirklich Bock drauf hast, weißt du? Nee, ich hab ja Bock drauf, so ein Kostüm zu nehmen macht mega Bock. Ja, ist so. Ist einfach so. Das hier ganz, warte mal, ich mach das mal weg. Das hier ganz. Und wenn es dann fertig ist, du hast halt etwas geschaffen. Ja, ist wirklich so, das kann ich bestätigen. Mhm. Ja. Auf jeden Fall ein wichtiger Beitrag. Jens kommt gerade aus dem Behindertenheim nach 7 Wochen. 7 Wochen Amsterdam? Nee, nicht. Oh, schade. Wo warst du, weil es die WM war? Du hast gerade in den Burger reingenießt. Es ist übrigens schon spät, Leute. Ja. Ich habe letzte Nacht 4 Stunden geschlafen. Du warst bei 8 auf jeden Fall. Oh. Und? Und ich komme von der 15 Stunden Reise gerade. Lass mal den Bizeps, zeig mal den Bizeps, zeig mal in die Kamera. Zeig mal rein. Ja? Wenn man sonst. Hot or not. Daumen hoch für sein Bizeps. Ja, hot or not hier. Dieser Bereich. Das ist ein Abschlag und diverse. Wie wäre das? Deal? So, ach natürlich der Klassiker. Wie bist du, Rika, zum Cosplayen gekommen? Ich weiß es schon. Ja, hatte ich dir heute schon erzählt. Und zwar ist es eine sehr lange Geschichte. Da war ich 14 und ich habe ein Spiel gespielt, Kingdom Hearts. Und das Spiel ist einfach mega geil. Und irgendwann fand ich halt ein Kleid von einer der Hauptcharaktere total toll und habe im Internet nachgeschaut, ob ich das nicht irgendwie kaufen kann. Und dann habe ich sogar etwas gefunden, einen Link, wo man das eBay, darf ich sagen, ja. Genau. Nein, jetzt, da kriegen wir kein Geld für, tu das weg. Nein, da kriegen wir weniger Geld. Lass lieber hier. Die sind mehr. Was ist mit dem Betrag? Jedenfalls habe ich dann das Kostüm gefunden im Internet und dann bin ich so auf Cosplay gekommen und dann bin ich immer tiefer und tiefer reingerutscht, habe Leute kennengelernt. Hey, gut. Nein, da habe ich halt Leute kennengelernt, die das selber haben, also dieselbe Interesse mit mir teilen und ja. So bin ich dazu gekommen. Ich hätte auf jeden Fall gerne auch Skill, sowas selber zu machen. Aber. Hast du mich, Buddy? Ja. Das war der Klassiker von Phantom Zero übrigens. Ach ja, und was haltet ihr von die Feedbacks? Achso, das ist jetzt nicht an dich. Feedbacks kürzer, aber dafür häufiger zu machen. Ja, nicht nur. Ich weiß, es ist vielleicht noch nicht immer leicht, sich mit allen zu versammeln, aber viele haben leider nicht die Zeit, sich so ein langes Video anzusehen, auch wenn es sie interessiert. Das Geile ist... Sollen sie sich öfter angucken, wenn immer partweise? Das ist das Geile. Wir sind ja nicht im Fernsehen. Du musst es nicht gucken, wenn es läuft und dann wegseppen. Du kannst es stückchenweise gucken. Und das Ding ist, an sich wäre ich echt voll dafür, die Kürze zu machen. Einfach nur wegen Rendern und Hochladen. Aber ich glaube nicht, dass sie dadurch öfter kommen würden, wenn die Kürze wäre. Ich mal was. Aber ihr könnt ja trotzdem mal in die Kommentare schreiben, ob ihr für öfter und kürzer wärt, so irgendwie halbstündig. Aber das haben wir doch schon mal, oder? Nee, das war was anderes. Nee, das war einfach nur die Menge, wie oft und so. Aber ich finde das eigentlich, also ich gucke selber sehr gerne solche, oder höre selber sehr gerne solche langen Videos beim Zocken oder ne, so. Ja, so Radio Giga und so. Ist ja kein Ding so. Mir ist egal. Und deswegen finde ich das eigentlich, man sollte ja immer das machen, was einem selber gefällt. Er hat ja auf jeden Fall Kommentare. Was hörst du jetzt eigentlich für Podcast, nachdem Radio Giga abgesetzt wurde? Das wurde nicht abgesetzt, so würde ich sagen. Gibt es noch mehr Sachen? Ja, die Rocket Beans sind sehr gut am Producen, zum Beispiel Kino Plus. Wir waren übrigens in Herkules. Sexy. Du hast noch ein Salatblatt da. Wir waren nämlich... Oh Mann, Alter! Die Soße ist weiß, keine Sorge. Wir waren im Herkules. Ja, wir haben das schon gesehen. Und so eine gesalzene Kritik schreibe ich, ey, 5 von 10. Ich schreibe Kritik.
Nee. Hercules, man konnte ihn nur sehr selten oberkörperfrei sehen. Ja, das ist 0 von 10. Kein Oberkörper. Warum wart ihr denn in Hercules? Ja, weil wir halt Journalisten waren. Das war die Pressevorführung. Okay. Marga hat journaliert für Movies for You. Das ist ein ganz neues Genre. Das klingt doch überhaupt nicht generisch und ausgedacht. So, Marino 4691 sagt, die Fahrt-Shirts von Furious Pete würden da zu euch passen. Was ist passiert? Die Fahrt-Shirts von Furious Pete, Alter. Ich verstehe nicht, was er mir sagen will. Sorry. 1 vs. 1 Mi Quickscope auf jeden. Mhm. Johann Faust, Rika, was hältst du von Jessica Nigri? Oh, Nigiri, meinst du? Nigri? Nigri? Heißt echt? Ja. Peinlich! Nein, und zwar, ich kann dazu sowieso nichts sagen, weil ich mir nicht wirklich Vorbilder suche und generell, ich habe mich damit nicht beschäftigt, wer jetzt ein angesagter Cosplayer ist oder ja, wer der bekannteste Cosplayer ist. Ich habe schon mal was von ihr gehört, aber ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Und deswegen kann ich da auch nicht wirklich meine Meinung zu abgeben, weil ich mich nicht wirklich mit ihr beschäftigt habe. Aber sie hat Kalle einmal geküsst. Ja, das habe ich mitbekommen. Ja, das scheint also ein tolles Erlebnis gewesen ob zu sein. Ob sie ihn geküsst hat, steht da noch zu in Frage. Sie hat ihn ja quasi umschlungen. Man sieht ja auch in dem Moment, wo er dann weggeht, dass der Lippenstift eher auf ihrer Nase ist als irgendwo anders. Also ja, das ist ja auch mal so schräg gemacht. Ja, ja. Auf jeden Fall, bei Jessica Nigri ist ja so das Ding, dass die sehr präsent ihre Brüste in die Kamera hält. Genau, das habe ich gehört. Das ist aus Versehen. Und das, ja, das ist ganz aus Versehen. Und Kalle sagt auch, beobachten zu können, dass die nach und nach immer größer werden. Und das wird dann halt kritisiert, wenn man dann einfach nicht irgendwie durch Talent oder so, sondern halt so extrem viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich weiß jetzt auch nicht, kenne die auch nicht weiter, vielleicht ist die ja auch trotzdem voll die Obernerdin und findet das alles toll, was sie macht. Aber vielleicht kriegt sie auch nur einfach viel Geld, wenn sie ein Cosplay von ist. Geld kriegt sie auf jeden Fall. Wer weiß? Ich. Marino 4691 sagt außerdem, Mountain Dew oder Doritos oder COD oder Illuminati. Übelst krasse Frage. Mountain Dew ist dieses tolle Zeug, was hier immer mit Product Placement in jedem Film drin ist und so. Doritos, ganz toll, COD und Tee, auf jeden Fall. Die Teebrause bitte einmal. Ja, Crotexo fragt mich, hat der Dreh Spaß gemacht? Ja, der Dreh hat mega Spaß gemacht, das war echt wow. Wow, wirklich. Ich bin gar nicht anders. Boah, bei der einen Situation, wo das passiert ist, was passiert ist, das war heftig. Das war so geil. Das war richtig hart. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das ganz drauf habe, aber ich glaube. Ja. Ja, doch. Aber du hast, glaube ich, vor Angst ein bisschen gewackelt. Das hat aber richtig Spaß gemacht, also muss ich sagen. Richtig viel Action. Oh Mann. Dunkelwelpling, ich bin ein totaler Cosplay-Noob. Und würde sowas aber auch ganz gerne mal selber machen. Aber habe keine Ahnung, womit ich anfangen soll. Ich kenne mich mit den ganzen Materialien nicht aus und kann auch keine Nähmaschine bedienen. Deswegen meine Frage an Rika. Wie fängt man am besten damit an, wenn man selber Interesse bekommen hat, es zu etwas zu cosplayen? Also bei mir ist es so halt gewesen, ich habe mir einen Charakter ausgesucht, der mir ganz toll gefallen hat. Also am besten ist es eigentlich, wenn man sich einen Charakter aussucht. Am besten auch erstmal was Einfacheres, vielleicht wo man noch nicht was nehmen muss. Es gibt ja genügend Charaktere, wie zum Beispiel L aus Death Note. Ist ja jetzt nicht sonderlich schwer, da kannst du die Sachen einfach so kaufen. Das ist maximal eine Perücke, oder? Ja, die Perücke halt, je nachdem, ne? Und ansonsten vielleicht von Freunden Tipps suchen. Es gibt ja so viele, die das auch machen, dass du dir einfach dort ein bisschen Hilfe holst. Oder zur Not, wenn es jetzt wirklich ein Charakter ist, den du gerne machen möchtest und die Sachen nicht so kaufen kannst, gibt es ja immer noch online irgendwas, wo du halt irgendwelche Seiten, wo du dir die Kostüme schon fertig kaufen kannst. Ist natürlich teurer, aber die Möglichkeit besteht auch. Weil mit der Nähmaschine am Anfang konnte ich das auch gar nicht, aber das merkt man mit der Zeit. Also ich muss jetzt auch mal einhaken, sein erstes Kostüm war jetzt noch nicht so der Bringe. Naja gut, aber oder warte mal, ich hatte als Ausgangsstoff eine Tischdecke. Ich überlege gerade, war das erste Kostüm das Assassin's Creed oder das Sengoku-Kostüm? Aber das war ja auch, das war der damals noch gar nicht so schlecht. Das ist aus einer Tischdecke und einem Bettlaken.
Also das Ding ist, dass es halt auch angemalt ist. Das sollte man vielleicht, wenn man es professionell macht, dann nicht tun. Aber fürs Video hat es halt gereicht. Aber mit der Zeit macht das auch. Aber das ist ja auch nur im Kontrast zu dem zweiten, was so gut geworden ist. Scheiße. Ja, das zweite ist halt aus heutiger Sicht auch gut gewesen, aber ist halt mittlerweile echt ein bisschen ranzig. Ich hab's jetzt gewaschen. Ja. Ja, und das neue ist halt schon ganz gut so. Der macht sich. Aber, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen will. Nee, das Son Goku-Kostüm zum Beispiel ist doch an sich auch nicht so schwer zu machen. Wenn man, also Son Goku richtig. Kennt wahrscheinlich jeder von euch und findet. Also wenn mir mal irgendwelche Leute kommen, gib mir mal Schnittmuster für dein Assassin's Creed-Kostüm. Ist Quark. Was? Also wenn ihr wissen wollt, wie groß irgendein Teil sein wollt, dann ihr soll, dann legt euch einfach drauf und zeichnet um euch drum rum. Ist auf jeden Fall ein bester Tipp bei Ranz Production. Ey, was rauskommt, so habe ich das nicht viel gemacht. Ja, naja klar, ist ja auch gut, aber. Weißt du? Nee, aber was ich sagen wollte, Son Goku. Bis auf die Perücke, für die ich echt irgendwie 24 Stunden insgesamt gebraucht habe. Es waren irgendwie zwei oder drei Tage. Zwei oder drei Tage, die ich da am Wald gesessen habe. 8 Stunden lang. Ich weiß nicht, wie das. Das ist auf jeden Fall richtig gut hier. Das ist schon wieder so einfach. Ja, die haben es nur gut gemeint. Die dachten jetzt so, oh. Vor allem im tiefsten Wald gesessen hat. Tiefsten Urwald. Lass mal einen Lappen über die Box hängen. Jendrik hängt nicht mehr über die Box. Ey, können wir noch mehr zusammenrutschen? Da kann ich die Kamera nähern, wenn ja, es das gibt. Klar. Die, vielleicht sprechen wir einfach noch lauter. Die ist so krass auf dem. Auf den Tisch fixiert. Alter. Wie eng sollen wir denn zusammenrücken? Keine Ahnung. Wir sind gerade zusammen jetzt. Hier ist sie klebrig. So. 5 Stunden später wird es voll. Ja, wir sind jetzt nicht mehr so viel. Wir sind jetzt betrunken. Oh, haben wir jetzt gebechert und geeimert und schöne Sachen gemacht. Ich muss jetzt mal. Der Inhalt des Videos ist übrigens nicht verantwortlich. Doch, ein bisschen. Ich muss auf jeden Fall hier mal zu diesem Device. Das nimmt nicht mehr Akku auf. Wie heißt das? Strom. Das ist jetzt bei 3%, Mann. Es geht rückwärts. Obwohl ich lade. Ich glaube, wenn du es im Flugmodus machst, dann verbraucht es nicht so viel Strom. Und ihr seid es ja eh schon geladen. Ja, es blinkt nur. Ja, das ist dann heißt, es ist kein Akku. Akku? Ja, siehst du? So Leute, hier ist eh viel toller. Alter, bin ich irgendwie rosa am Gesicht? Das ist echt schlimm. Das ist ganz schlimm. Vom Ketchup noch. Echt, ja? Nein. Lepet, waren wir da? Spider-Mike? Das sieht gut aus, oder? Hallo Welt, sagt Abraxas. Mhm. Ja, gebe ich zurück, auf jeden Fall. Oh, ich habe jetzt hier ganz schön viel gemacht. Warum bist du ein Mädchen, ist die Frage. Ich? Ja. Das ist also wirklich. Das ist eine tolle Frage. Stelle ich mir manchmal auch. Warum? Ja, warum nur? Iggy Iggebert sagt an mich, ich sehe aber auch gut aus. Der Hut und dazu dein Gesicht. Wow, würde glatt mit dir essen gehen. Lass uns das mal tun, Iggy Iggebert. Das ist eine Frau. Kommst du. Iggy, bist du eine Frau? Nee, aber kommst du zur Gamescom, da können wir auf jeden Fall was Schönes miteinander essen. Ey, krass, Mann. Ach, hier sind wir. Ich bin wieder da. LED oder Let Simon frisch geduscht. Wie oft erlebt man als Cosplayerin dumme Anmachsprüche von Besuchern? Und wie sehr konkurriert man mit anderen Cosplays oder steht nur der Spaß im Vordergrund? Also mir persönlich steht der Spaß im Vordergrund. Sonst würde ich das auch nicht machen, wenn ich mich nur vergleiche und so weiter. Und man kriegt schon sehr oft dumme Sprüche halt zu hören. Aber es kommt drauf an, wo man cosplayt. Ob man jetzt in der Stadt ist, wo manche Leute es halt schon kennen. Oder ob man, wie ich, aus einem kleinen Dorf kommt, wo es eben nicht viele Leute kennen und dementsprechend auch reagieren. Also, sind das so Reaktionen? Ja, von wegen, ist wieder Karneval, das ist eigentlich der Spruch, der am meisten verwendet wird. Das würde mir auch richtig auf den Sack gehen. Ja, das ist auch echt nervig, aber wenn man das. Also manche Leute sind aber ganz. Das,
Das sind doch bestimmt dann die Älteren gerade, oder? Nee, das sind vor allem die Jugendlicheren. Also, so, ich habe die Erfahrung gemacht, die Älteren, die verstehen das zwar erst nicht, aber die fragen vernünftig. Und die finden das dann total interessant und wollen mehr wissen und finden das dann auch toll, dass man das macht. Aber bei den Jugendlichen, also vor allem, ja, gewisse Jugendliche. Du kennst dich doch mit den Bauern. Die also sind halt. Ja, Bauern. Bauern halt. Ja. Die sind ja alle doof, oder? Bauern erkennt man übrigens daran, dass sie auf den Sprungturm gehen und dann oben stehen bleiben und labern. Das ist so die Faustregel bei uns. Genau. Ja. Wir können jetzt, haben wir das nicht schon mal ausgeführt? Nee, weiter. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, wenn wir sagen, lass mal umbauen gehen, dann gehen wir im Schwimmbad auf den Turm und springen nicht runter. Okay, ich führe es nochmal aus. Und wenn ein hübsches Mädchen vorbeikommt, dann sagt man, boah, was schwingen. Und dann führe ich jetzt nochmal aus, hat er das letzte Mal gesagt. Und das hatten wir wirklich im letzten Feedback schon. Das hatten wir wirklich im letzten Feedback schon. Ja, aber ich kann es ja nochmal sagen. Es war vor allem dieses Feedback, glaube ich, was noch nicht hochgeladen ist, der andere Teil. Ach so. Aber egal. Ist jetzt auch ich egal. Spul zurück zu dem anderen Teil. Oh. Genau. Ja, die war halt 12 oder so. Und er meint, es war aus Versehen. Er wollte nicht in eine bestimmte Richtung zeigen, sondern hat halt nur einen Bauern imitiert, laut seiner Aussage. Das häuft sich jetzt. Aber ich wollte eigentlich auch Rocky zeigen. Ja, ja. Unseren. Hallöchen, bin Dennis. Eure Zuschauer sind nicht lustig und auch nicht kreativ. Das stimmt nicht. Also die noch Sarah Fortz Zuschauer sind mal bitte. Ja, der wird jetzt geblockt. Vom fremden Account aus hier. Prime over. Was zockt ihr zurzeit so und auf was freut ihr euch dieses Jahr noch? PS, hab Robin bei PSN und heißt da genau so wie hier. Das stimmt. Ich hab euch doch schon mal erzählt, dass ich ja Zelda mag. Und ich habe ja alles gespielt, außer Majora's Mask. Und das hole ich jetzt gerade nach. Spannungsbogen. Ist Höhepunkt. Ach so. Ich erzähle nochmal meine Geschichte. Wir so, gell, laufen durch Berlin. Denkst du dir nichts weiter? Läufst links, läufst rechts, auf dem Fußweg links. Links Schlender, rechts Schlender. Ja. Und ohne Scheiß, erstes Fenster, guck ich rein, denk mir nichts Böses, gell? Denkst du, hier, guckst du mal in das Fenster rein, gell? Hoppla. Was passiert? Warte, du musst mal kurz halten. Damit es weiter lädt. Erstes Fenster, gucke ich rein, was passiert. Steht ein Typ da mit Katze. Hat eine lebende Katze. So, war ihm ein bisschen unangenehm, dass ich das gesehen habe. Aber die Johannette hat ein Blaulicht oder nicht? Die Johannette hat ein Blaulicht. Ey, das muss doch übelst scheiße für dich sein, wenn ihr echt einen Insider nach dem nächsten raushauen und nur dumm Nö machen. Ey, aber das ist kein Insider. Ja, Feedback Elfen guckt, ja, kennt den Witz. Also ohne Scheiß. Das war auch eins der besten Feedbacks. was zockt ihr zurzeit so? Ich habe jetzt von David Hein kostenlos bekommen, ausgeliehen. Ich muss es erst irgendwie anhypen und dann schlecht machen. Nein, ich habe Final Fantasy 13.2 von dem, weil das würde ich mir nie kaufen, aber halt mal reinspielen kann man, weil das Kampfsystem soll ja ganz okay sein. Und worauf ich jetzt echt Bock habe, weil The Wolf Among Us ist endlich fertig, die ganze erste Staffel, das werde ich mir auf jeden Fall holen. So, Leute. Ja. Wollt ihr noch was sagen? Ja klar, wir sind alle noch nicht fertig. Ja, ich habe noch nicht gesagt, auf was ich mich freue. Jens, du? Du spielst gerade Majora's Mask, ja. Mhm. Auf dem 64. Freust du dich denn auf das neue Zelda? Ja, oder? Klar, aber das dauert halt noch. Also ich freue mich gerade drauf. Ja. Okay. Wie soll man die Grafik besser machen? Jetzt was erwartest du denn sonst jetzt noch? Für Wii U kommt ja nichts drauf. Hyrule Warriors. Achso, da freust du dich echt drauf. Das wird bestimmt schon ganz witzig werden. Also ich habe keine krassen... Ich lasse mich überraschen, so erwartungsmäßig. Ich erwarte da nicht viel von. Ich lasse mich... Du? Also ich wurde in den letzten 7 Wochen gespielt. Ja, nix. Das ist schon mal viel wert. Ah, das war hart auf Entzug. Aber davor habe ich angefangen, XCOM zu spielen. Weil, jetzt mal ganz kurz, die PS4 ist nicht von dir. Nein. Ja. Weil dein Bruder kommt halt zu mir an, ohne dass ich jemals gefragt habe, ob ich die haben kann. Ey, yo, mit der PS4 geht klar, kannst du haben. Ey, ohne Spaß, ich habe nie gefragt, ob ich die PS4 haben kann. Ja, er kriegt zu jedem und sagt das so. Ach so. Vor allem als Watch Dogs rauskam, hatte ich einen Deal mit ihm. Ich kaufe ihm Watch Dogs, aber darf Watch Dogs auf seine PS4 spielen. Hat er verkackt. Ich hatte die PS4 nicht, ich habe keinen Watch Dogs. Nö, ist egal. Und du bist ja nicht so gezogen. Aber da kriege ich dich schon noch hin. Aber hast du schon mal was gezockt? So, hast du schon ja, da ging im Harz. Ja, ging im Harz, aber sonst aber ansonsten nicht wirklich. Pokémon. Das ist doch schon mal viel wert. Ey, aber Kingdom Hearts, ich meine, da gibt es ja ähnliche Spiele. Ich habe letztens bei meiner 2 zum Beispiel. Das habe ich auch schon gespielt. Okay. Goldene Edition, wieder die Batterie wurde speichert. Wenn die alle ist, kann man nicht speichern. Und die habe ich jetzt mit eine neue reingemacht. Ich kann das nicht, ich bin Techniker. Boah. Techniker. hallo. Ich habe gesagt, ich habe
erstmal gesagt, du hast mich unterbrochen. Ich wollte sagen, was ich gespielt habe vor den 7 Wochen. War langweilig, Spannungsbogen. Spannungsbogen, was? Und zwar kennt das bestimmt voll niemand, und zwar XCOM. Enemy Unknown. Das hast du schon gesagt. Das habe ich schon gesagt, ja. Und das ist nämlich ein echt gutes Spiel. Ja, das kennen doch voll viele, Mann, das war. Ja. Spielen aber viel zu viel, wenig Leute. Viel zu viel. Das war mal heller. Oh, ist das schön hier. Wenn ich über Wii U rede. Ja, immer bei dir. Doppel 2, Leute. Los geht's. Und warum freust du dich? Auf ganz viele Sachen. Was denn so? Auf, wie heißt das Ding? Destiny. Hast du schon vom neu angekündigten Assassin's Creed gehört? Da freue ich mich nicht drauf. Da fährst du wieder Boot. Wow. Scheiß Franchising, Mann. Genau, das ist ein Raumproblem. Ne? Das rafft jetzt null jemand. Ja, ey, wir sind gerade echt gut dabei. Alter, Cut, wir müssen bei Titi-Niveau, Alter, wir müssen das rausschneiden. So, Alexander Nussbaum sagt Gemias. Keine Ahnung. Ey, der hat mich doch immer geaddet und ich hab ihn ausgedacht, weil er Nussbaumer heißt. Alter, keine Ahnung. Kann das sein? The Witcher 3 wird auch geil. Siegfrieda Rajantipole. Was haltet ihr von Albert Einstein mit Betonung von auf haltet? Also wirklich jetzt. Verstehe ich nicht. Aber Prost. Also ich halte seine Hand auf jeden Fall. Ach, was ich von ihm halte? Sein Dullerhahn, Alter. Oh Mann. Was ist denn hier los, ey? War auf jeden Fall eine gute Idee, das um die Uhrzeit noch zu ruppen hier. Ja, das also, geht dann raus an mich. Shoutout an Albert auf jeden Fall. Bleib so, wie du bist. Ja, auf das müssen wir wieder halten. Spider-Mike sagt Wahrheit oder Pflicht. So, whisky nach Müll. Wahrheit oder Pflicht? Hallo. Du bist dran, Wahrheit oder Pflicht? Also das ist wirklich. Das macht man so. Ja, sag jetzt Wahrheit oder Pflicht. Das macht man so. Alter, was geht denn ab? Pflicht. Du musst jetzt was tun. Ich sag, du musst die Flasche von uns wegschaffen. Oh nein. Oh, ist das langweilig. Du musst nachher den Leuten beitrinken, wie man trinkt ohne Minze. So. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Dann darf er jetzt dann nächstes machen. Wahrheit. Du bist dran. Ich darf. Keine Ahnung. Stell ihm eine Frage. Nicht. Nein. Er hat die Aufgabe nicht verstanden. Er hat Wahrheit gewählt. Und du stellst ihm jetzt eine Frage, Mann. Oh nee, ich kann schon wieder nicht mehr, ey. Das ist sowieso eher die Pflicht. Oh Gott. Jens, müsst ihr wissen, kommt gerade von den Behinderten. Kennt ihr die Frage aus Niederlande. Hat sich also nur zugekippt und war von Behinderten umgeben. Oh ja. Ich bin immer noch richtig durch. Ja. Denkst du wirklich, dass die Wii noch ein Erfolg werden kann? Hallo, das ist eine Scheißfrage. Ey, die ist zu intim, Mann. Oh. Also den glaube ich weder noch, also ich weiß es halt nicht. Nee. Mehr interessiert mich eigentlich auch nicht. Ey, Alter, jetzt stell mir eine coole Frage, bitte. Wo ich dann so voll lange überlegen muss, wie ich antworten kann. Um das noch ein bisschen zu strecken, dann, weißt du. Ja. Okay, was hältst du von dem Skandal? Schnall. Wo sie sich Sekt an in die Fresse gekippt haben. Genau, Skandal. Das war genau. Fand ich richtig, das hab ich nicht mitbekommen. Davon hab ich auch nicht gehört. Das war ein Schweigen. Alter, das ist übelst langweilig. Ich stell das Colt mal vor bis zu der Minute, die gleich eingeblendet wird. Was, die Minute? Ja, warte, ich blende die hier ein. Oh, ich soll jetzt Wahrheit machen. Da ist ja gar keine, du musst dranbleiben. Oh, oh, leider sind wir der einzige Kanal, der das da Feedback macht. Ihr könnt gerne umschalten, aber da kommt nur so scheiße wie bei Titi. Oh, schade. Oh. Gibt's noch sogar Feedback nur hier? Oh, ist aber schade. Fällt's euch nicht? Oh, müsst ihr damit vorlieb nehmen. Oh. Ihr könnt euch auch Bezahlkanäle abonnieren. Oh, könnt ihr euch nicht leisten. Oh. So, Akku fast leer. Ich habe immer noch keine Sache beantwortet. Ja. Stehst du auf Kalle? Nee. Ist langweilig. Findest aber du Kalle hübsch? Ich finde ihn hübsch. Ey, das geht schon wieder nicht. Ey, es ist tot. Warum geht denn das aus? Was ist denn das, ey? Das ist so eine Scheiße gerade eben. Das ist so eloquent Scheiße. Oh Mann. Es geht schon wieder nicht. Es leuchtet nicht. Oh Gott. Doch, gerade eben kurz. Ey, da hat's ja. Jawohl. Auf jeden Fall bestes Feedback jetzt schon. Dafür extra lang, ja? Leute, was geht ab? Ich kann nicht mehr scrollen. Ich nehme das Headset. Warte, ich habe eine gute Frage. Was hältst du von Briten?
Ich habe jetzt schon eine Frage beantwortet, aber ich sage mal, ihren sind schlimmer. Ich nehme Pflicht und möchte bitte eine Pflicht, bei der ich dieses Handy so halten darf. Und du hältst das Handy so? Ja! Ach, verdammt! Du hast versagt, du hast versagt. Was willst du jetzt machen? Du bist dir nicht nachgekommen, das ist jetzt leider was ganz Schlimmes. Ja, jetzt krieg ich eine Strafe, das machen wir ganz am Ende. Okay. Oh. Rika, Wahrheit oder Pflicht? Fuck, ey, ich krieg's nicht hin. Ich nehme auch mal Pflicht. Wer ist denn... Du hast noch nichts gesagt, pflichtmäßig. Ich hab dir gerade die Pflicht aufgeboten, das so zu halten. Ach so. Du bist dran. Aber ich hab doch für dich schon. Dann musst du jetzt Rika, du musst für dich selber. Ich muss für mich selber. Aber das musst du doch machen. Ist schon wieder aus, Mann. Dein Schmutz. Rika, ja. Du musst jetzt eine schlimme, unlösbare Aufgabe geben. Eine schlimme... Gott. Okay, ich bring jetzt die Zigaretten-Schachtel weg. Oh, das ist hart. Ganz schwer, ganz schwer. Moment. Okay. Man muss dazu sagen, es ist auch schon spät. Ja, doch, mach dich da rein. Ey, aber wenn ihr uns ein bisschen beeilen, ist dann auch immer wieder früh. The Dark T09 sagt... Kam es eigentlich dazu, dass wir Wahrheit oder Pflicht spielen? Das hat Spider-Mike gesagt, ja. Versteht ihr das? Alles Spider-Mike. Entschuldigung, ehrlich, okay, so ein Spaß. Traut ihr euch dieses Jahr auf die Gamescom? Nee, Alter, da werden wir bestimmt angespuckt. Ja. Ey, lass das mal provozieren. Sebastian Kreis, habt ihr vor, regelmäßige Videos auf dem Hauptkanal hochzuladen? Nee. Häufiger, aber nicht regelmäßiger, weil ihr könnt uns. Wir haben es vor, aber diese langen Phasen, wo nichts kommt, werden immer wieder sein. Ja. Alter, regelmäßig ist eh uncool, echt. Das ist dann Media. Es gibt schöner, als wenn du unangekündigt denkst, ah, noch einmal YouTube aktualisieren, vielleicht kommt dann und dann kommt's, Alter. Oh, wie schön das ist. Nee, ohne Witz jetzt, also, weil das, da geht's verloren. Guckt euch mal Titi an, die mussten jetzt rebooten. Mal gucken, wie lange sie es aushalten. Und die machen jetzt auch nicht mehr jeden Tag Freititi-Tag. Oh. Jeden Tag haben sie Freititi-Tag gemacht damals. Das war noch Zeiten, ey. Ja. Ganz, ganz groß. Ihr versteht schon, was ich meine. Da geht das Spirit ein bisschen kaputt und so. Lepet, glaubst du, dass du auch noch in 10 oder sogar 20 Jahren weiterhin cosplayen wirst? Ja, ganz klar. Fest von überzeugt. Ich glaube auch echt, dass das extrem boomen wird noch in der nächsten Zeit. Cool, dann mach ich das auch mal. Weil ich meine, die Leute denken sich ja auch, warum nur einmal im Jahr Karneval und sowas. Ich meine, mach doch Gaudi. Ja. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt drauf war, aber ich habe vorhin kurz Karneval gebasht. Das ist so ein bisschen ins Fettnäpfchen. Mach's nochmal. Nein, ich meine nicht, ich mag Karneval nicht wegen den Verkleidungen. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Ich mag's nicht wegen der Musik. Ja, wegen dem Betrunkenen. Genau, ja. Genau diese Musik. Ja, hey, wir wollen die Eisbären sehen. Genau diese Musik. Oh, okay, mach. Nach einer Woche Karneval hat man den Scheiß dann 2-3 Monate. Ja, gut, aber andere spielen da ja nicht. Das ist, du hast den Nachteil, dass du da Band bist. Ja, genau. Also das musst du dazu sagen. Ja, nee, war. Ja. Ist Bassist. Ja, ich hab mal... Wow, du spielst also ein Instrument? Ja. Erzähl mir mehr davon. Ich hab mal in einer Karnevalsband gespielt. Na, das verbitte ich mir jetzt. Was soll das? Obwohl ich beim... Das war ein Annäherungsversuch. Ja, gescheitert. Ja, gescheitert. Ja, hör mal. Hallo. Was sind hier so runter? Kameratyp, auf einer Skala von 1 bis 10, wie homosexuell erregend ist Robin? Was? Ich? Aha! Also wenn das mal nicht passt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie homosexuell erregend ich bin? Leider gar nicht. Oh. Du vielleicht? Nein, wir haben uns doch nur so lieb, weil wir Cousins sind. Oh, guck doch mal, was für einen Spaß wir haben, ey. Oh, Alter. Das war dein Scheuerlappen hier, wie heißt das? Zunge. Schlabberlappen. Sulparkour-Beast. Das sind die Beastie Boys, Alter. Wo habt ihr den ganzen Parkour-Stuff gelernt und geübt? Schwimmbad. Habe ich Rika vorhin erst gesagt, ja. Die ist nämlich durchaus interessiert. Saltos definitiv im Schwimmbad. Und ansonsten, wenn ihr denkt, Alter, da ist übrigens das Individuum. Hallo Antonina. Hallo. Wenn ihr denkt, Parkour kann man nicht machen, kann man überall machen. Ey. Geht auf den Spielplatz, Alter, ist sogar klettert eine Wand hoch. Ey, da trifft sich nur die Elite unter den Nostalgia Force Videos. Antonina sagt bloß niemand von euch hat bemerkt, dass Robin voll krass gut aussieht. Was ist denn hier los heute, Alter? Okay, Antonina, meine Jacke wolltest du nicht. Ja, Pech ist Pech. Und Dion antwortet, Dion, guter Mann, ey, voll krass, ich wollte gerade genau das Gegenteil schreiben. Dion ist so ein richtiger Spaß. Aber Robin, sag mal ganz ehrlich, warum hat sie Mut auf? Weiß ich nicht, der lag da rum. Du wolltest, ich du wieder, irgendwann du wolltest interessant du wieder die Issues hier irgendwie. Ja, weil der Hut macht auf jeden Fall machen. Richtig. Der macht hier, ey. Der Hut macht mich richtig gut. Ja, der kennt das Zeichen noch gar nicht. Das ist hier klären.
Nee, das macht man ja. Zeigefinger muss ausgestreckter sein. Geklärt. Ja, ey, wie es lässig halt geht. Lässig, geklärt. Lässig sein. Also, hab ich geklärt. Die hab ich einfach so geklärt und dann. Allerdings kann man das. Wir haben es halt auch bei der WM eingesetzt. Wenn der Neuer rauskommt, den Ball holt, geklärt. Alter Algerien, legendäres Spiel. Oh, Neuer ist unser Mann. Ja. Ja. So, aber Fußball ist jetzt vorbei. Aber ich bin nicht 12. Lalalala. Fußball ist überhaupt nicht vorbei. Wir haben gewonnen. Der Karalkeks. Außerdem ist jetzt wieder Saison hier. Die ganzen Bundesliga-Leute da. Das ist kein Der Krawallkeks sagt, meine Frage, wer hat am Soßenbinder geschnüffelt? Ja, ich, und dann kam das mit der Playstation in meinen Kopf. Oh fuck, ich glaube, nee. Dann ist Anna übelst schnell gealtert. Telefon. Du wirst... Bin ich das, Alter? Robin, echt unprofessionell. Pass, ja. Oh, Neonsocken forever. Ja, kann gut sein. Du bist dran. Es ist, du kannst angehen. Hallo? Ist denn Spaß? Mensch, das ist Jesus. Das ist Jesus. Hast du jetzt aufgelegt? Es ist doch noch dran, jetzt geht nichts ans Ohr. Nimm's ans Ohr. Was? Oh, ist das alles durch hier. Wo hast du diesen äußerst stylischen Hut her? Achso, ja, ich bin gerade angekommen. und hier sind jetzt Robin und Rika. Und Rika. Hast du gerade Ost-Berlin gesagt? Ja, hab ich gerade. Oh, das, jetzt musst du deinen Namen piepen. Ja, die haben mich abgeholt. Ost-Berlin. Ja, habe ich ja jetzt noch vor. Zum Bahnhof zu gehen. Hä, hey, was? Das hier ist das Konstrukt der Lügen. Was hat denn jetzt hier MC Fitti? Das müsste doch keiner wissen, jetzt zieht doch die Stimme nur runter. Ja, ich kann ja auch jetzt... Hast du einen Arsch, jetzt haben wir es klar gekriegt. Ich mache jetzt hier einen Schnitt und jetzt schneide ich wieder rein. So. Ja, wo habe ich den äußerst stylischen Hut her? Warum bist du überhaupt reingegangen? Ey, ist eine gute Frage, ich weiß nicht, wo ich den Hut her habe. Der war plötzlich da. Und hieß Angelika. Scheiße, Mann. Ich war schneller. Er zog ins Nachbarhaus, seitdem war alles aus. Ich habe an sie gedacht. An ihn gedacht. Die hat mich an mir gelacht. Lässt dich so gut aussehen. Danke, das ist schon der dritte Kommentar. Ist echt ganz toll. Ich sollte diesen Hut echt öfter tragen. Ach ja, wenn man bei Google Stylischen eingebe, oh Gott, scheiße, sind die ersten Vorschläge stylischen Duden, stylischen Bart wachsen lassen, rasieren und stylischen Klappzahlenbäcker kaufen. Genial, oder? Alter, es hängt. Vielleicht ist es auch zu Ende. Nein, es ist nicht zu Ende. Oh, jetzt ist Hip tot. Ja, das ist ein stylischer Hut, den setze ich nachher mal auf, weil dann sehe ich voll stylisch aus. Und dann mache ich wirklich. Es hängt wirklich? Ja. Endgültig? Endgültig, ich glaube, es hängt. Schnitt. Mir ist egal. Och, nö. Es macht nichts mehr. Komm. Ich glaube, jetzt ist mein Handy endgültig um. Es macht was. Akku raus, rein. Macht was. Akku? Rita, was geht bei dir so? Ich bin schon müde, aber ich bin schon wacher. Ich bin schon viel wacher. Sehr gut. Ey, ich kann machen mit Benjamin mal dieses Spiel. Nee, pass auf. Eine Hand macht so. Ja. Und dann muss einer schlagen. Ach so, ja. Sie macht was aber nicht. Warte, also, musst du mit der Hand, dann bin ich stärker. Okay. Einer muss schlagen, aber das ist jetzt auf die Entfernung echt schwer. Einer schlägt und man muss aber nach hinten wegziehen. Ach so. Wenn ich berühre, bin ich weiter dran, bis ich es nicht mehr schaffe. Okay. Und wenn du es schaffst wegzuziehen, bist du dann dran. Okay. Versuch jetzt. Also, das war jetzt erstmal leicht, ja. Oh Mann. Ey, nicht in mein Gesicht ziehen. Ich bin scharf. Okay, du musst weiterhin halten. So. Ich bin echt ganz sanft. Obwohl das voll sexistisch von mir ist. Okay. Scheiße, das war gut. So. Alter, pass auf jetzt. Ja, nee, passen Sie auf. Ich dachte, wirklich. Wirklich kann ich? Das war ausgewichen, glaube ich, oder? Ja. Das war nur hier. Ist gut, gell? Okay, okay. Das ist gut. Okay, jetzt, nee, jetzt mach weiter. Wenn ich nicht mehr kann. Ja, ja. Starte das mal neu. Wir machen hier Unterhaltung. Ist auf die Entfernung echt scheiße, eigentlich muss man sich gegenüberstehen. Wie viele Kommentare sind es denn überhaupt noch? Nicht mehr viele. Ja, du kannst auch ein bisschen weiter weggehen, wenn was jetzt. Okay, warte, warte. Hast du Angst? Ja. Es macht schon was, aber es. Ah, der macht was. Ja, gut. Was hat, ja, er war ganz sanft, aber ja, der jetzt geht. Oh, jetzt geht's richtig scharf. Na, keine Ahnung. Ich habe euch gesagt, so, ja, ich bin jetzt angekommen und die Leute haben mich jetzt hier abgeholt. Ja, 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 aber mich hast du nicht angerufen. Da habe ich gemeint, ja, das habe ich ja jetzt vor. Und dann hat er aufgelegt. Ey, macht der jetzt Depri? Ja. Wer war das überhaupt? Jürgen? Jürgen! Der J. Ey, wir haben uns gerade so gut hochgepusht. Und du? Große, bin ich wieder traurig. Guck mal hier die Träne.
Ich auch nicht. So wie letztens, als der Motorradfahrer gestorben ist. Du musst deinen Schmetterling gleich noch zeigen. Ja, der ist so schön geworden. Leute, Schnitt ist vorbei auf jeden Fall. Da ist ein Schmetterling, die Kommentare sind tot. Ey, wolltest du die nicht mal neu starten? Ich würde sagen, wir strukturieren das Feedback um. Special Effect. Wir machen jetzt nur noch so. Feedback. Nee, lass mal noch aus Berlin erzählen, wenn die Kommentare jetzt tot sind. Wir waren in Berlin, schick die aber nicht Beine. Das mit dem. Ja, da war ich nicht dabei. Kannst du noch telefonieren gehen? Ja, tschüss. Und das ja, jetzt verpisse dich. Hi. Auf Schickimicki-Feier, Michaela Schaffrath, wie die alle Schäfer. Heißen. Schäfer. Alter, ich kannte die echt alle nicht. Ich kannte Fabian Siegesmund, ich kannte Mr. Trashback und ich kannte Evil Jared. Und David Hyde. Das war. Und David Hyde. Und Hyde. Mich. Und dich. So. Michaela Schäfer hatte ich schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. So. Waren wir auf der Party gewesen. Und jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass Schickimicki-Partys nicht so cool sind. Hol du mal die Kommentare ran. Es gab einen Begrüßungschampagner. Es gab einen Begrüßungschampagner. Und DJ Ameise hat aufgelegt. Es war auf jeden Fall richtig korrekt. Aber DJ Ameise ist halt auch nur... Wie er ist. Und so. Er ist eine Persönlichkeit. Und man sieht wieder mal, Kalle postet auf Facebook hier mit Evil Jared feiern. Und dann sieht man aber, er kocht halt auch nur mit Wasser. Ja. Es ist im Prinzip nur so Schickimicki-Party und es ist da nichts los, weißt du? Sag einfach nochmal dasselbe, was ich wette, das ist jetzt der Kalli. Na, hat ich recht. zeig die Nummer rein. Weil hallo? Hallo? Ja, da ist er schon. Was denn? Ey, hallo. Hallo. Ich wollte jetzt nochmal. Hallo. Alter, ist das ein Abfuck hier. Hallo, was denn? Oh je. Yeah. Ja, wo bist denn du? In Munzur. In Munzur, war der im Kirchhofsaal? Nein, da ist es gediegen. Ja, Tina sagt, es ist gediegen. Okay, dann ruf ich jetzt nochmal an. Ja, vielleicht ist es mittlerweile nicht mehr gediegen, sondern Abriss. Okay, so, Kali macht ja nämlich jetzt Party all the time. Ja, und dann haben wir auf der Straße Party gemacht. Bubub war das. Du hast es jetzt schlecht aufgebaut, da war ein Telefonat dazwischen. Der Spannungsbogen ist irgendwie kaputt. Der ist in der Luft zerfetzt worden gerade, der Spannungsbogen. Hier ist er. Guck mal, wie verkrampft Jens da steht. Wir filmen das mal eben. Hallo! Boah, das ist auf jeden Fall das beste Feature in Lost Effect ever. Dieses ganze alles gerade. Ey, hast du schöne Haare gekriegt? Jetzt sprich nicht über die Haare. Die hast du auch richtig schön. Ich möchte, dass die Leute davon selbst drauf kommen. Oh, Spoiler. Oh shit. Spoiler, Alter. Ich mach den hier kaputt. Ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall waren wir dann da und dann waren wir nicht mehr da. Dann waren wir auf der Straße, da hat einer so eine fette Box und dann haben wir da gedanced und auf einmal kommt ein Motorradfahrer vorbei und dann hat er sich überschlagen und dann ist er gestorben. Aber erst nach 20 Minuten. Ja. Und das war jetzt der Downer des Abends und jetzt kommen wir wieder zu Kommentaren. Postet den Beitrag einfach und es ist echt zu kacke, wir lassen das mal. Nee, ich finde das echt interessant, was hier gerade passiert mit uns. Ich finde das echt richtig gut irgendwie. Muss auch mal sein. Was können wir noch sagen? Ey Leute, sagt mir mal, wie grenzwertig das jetzt wäre, sich darüber lustig zu machen. Einfach mal so sagen. Über was? Dass neben uns einer gestorben ist. Ey, wir machen das nicht über lustig. Nein, du, wie es wäre, weil ich... Wieso hast du dich darüber lustig? Nee, aber ich vergleiche es mal die ganze Zeit. Ach so. Weil es eigentlich... Naja, an sich ist es halt nicht lustig. Aber wir tun aber ja was halt, also der hat halt, also entweder war er komplett voll oder er wollte nur fetzen. Er ist halt echt so mit 150 ist ja an uns vorbeigepfiffen und ich sag noch, ey, wenn der jetzt Scheiße baut, so irgendwie sowas und in dem Moment hat es geknallt. Das ist schon nicht cool. Aber ja, es war halt erst noch bewegt und wir dachten so, yo, ist echt war halt, cool so. Es war halt so dieses Instant-Karma-Ding. Er ballert da vorbei und, ne, so. Ne, jetzt ist Downer, das wollen wir jetzt. Ey, lass das mal rausschneiden, das ist ja. Kacke, der Part ist nicht cool. Ne, wir müssen auch mal Deepness zeigen. Wir müssen auch mal zeigen, dass wir wirklich... es wird immer lustiger hier. Also. Ja, Kalle wollte Tina anrufen und jetzt schreibt er mir, gib Martinas Nummer. Ey, das ist der beste Podcast auf YouTube gerade. ey, wenn Giga das bringen würde irgendwie... Ich hätte halt jetzt gerne hier echt noch Fragen liegen, aber die laufen gerade rum. Telefonieren mit ihrem Vater. Weil die Fragen telefonieren mit ihm. Ey, ich finde das mega gut, was hier passiert gerade. Das Ding ist, wir haben ja noch Restfeedback. Also wenn ihr den lehrreichen Part wollt, guckt euch das an. Wenn ihr den deepen, lustigen Part wollt,
Kommt zu uns rein hier, wie wir hier so sitzen. Ist richtig schön. Ja, das finde ich auch. Gemütlich. Erzähl doch noch mal von dir irgendwas oder so. Cosplay ist ganz schön. Das Video war gut. Ja, Video hat echt Spaß gemacht, ne? So. Ist auch schon fertig ist geschnitten alles fertig und alles. Gemacht und wir haben es dann gemeinsam geschnitten sozusagen. Ja. Kam ja gestern schon hoch dann. Und ihr habt ja alle schon einen Daumen hoch gegeben, ganz viel. Und dann, Daumen hoch. Oh, voll unser Ding. What? Oh, und Mann. Bis ganz zum Ende angucken. Ganz, ganz ehrlich, Leute. Übelst gut. Wir sind heute früh aus Berlin gekommen. Wir sind hier um halb sieben aufgestanden. Und es ist jetzt spät. Und es ist richtig gut. Ich habe mir zwischendurch rausgenommen zu schlafen. Er nicht. Oh, wie kann ich es wagen? Nee, war echt schön mit David. Das ist nämlich ein ganz hübscher Mensch. Ist wirklich ziemlich hübsch, aber er hat mich wirklich er hasst mich. Ja, weil er Journey hat. Ich habe mich in seiner Gegenwart echt übelst über Journey lustig gemacht. Also das Spiel, das Gute. Ja. Was irgendwie Metakritik von 95 auf 100 hat. Das sagt nichts aus, weil GTA 5 hat, GTA 4 hat auch eine bessere Metakritik als irgendwas. Das war das einzig gute Argument, was er je angeführt hat in dieser Journey-Diskussion. So, Kika, was geht bei dir so? Wollen wir so ein bisschen boxen? Ja, natürlich. Nein. Journey, aka Fliege mit Teppich. Ja, es ist toll. Wir lassen jetzt die Fragen fertig telefonieren und hauen ab. Vielleicht holen wir die Fragen morgen noch nach. Nee, Alter, wir machen die so fertig. Ja, lass uns über Journey reden. Sind aufgehangen. Lass uns über Haie reden. Haie sind interessanter als Journey. Raffen. Und haben auch bessere Spiele. Haben auch bessere Musik. Ich werde diese Leute haben das jetzt gerafft. Welche Leute? Na, die da. So, scheiße, jetzt guck mal, sind die Fragen wieder da? Ey, da sitzt Stefanie, so. Guck mal, Stefanie, hi! Und, ey, da ist auch Julia. Siehst du Julia? Hey, Julia. Hey, nicht Fingernägel kauen. Ja, und nicht hier immer so da sitzen. Genauso mit der Maus hier in der Hand. Stefan, ich sehe das. Klaus, weg da. Thomas. Hier. Und Thomas ist immer dabei. Susi, Kalle, Helmut, eure drei, wie hießen die nochmal? Eure drei Lieblinge? Kriegst du die Kommentare nochmal hin? Unsere drei Lieblinge. Eure drei Lieblinge, Berühmtheiten von Weimar. Achso, guck mal, stimmt das auch so. Ja. Carsten, Kai und Helmut. Carsten, Kai, Helmut. Rufus gibt's aber noch. Und MCM. MCM. Ich dachte, wir sollten unsere drei YouTube-Videos. Nee, pass auf, den erzähle ich jetzt noch. Okay, erzähl. Rika kommt hier an, Kultur, Welthauptstadt 1998 des Todes. Nicht 99? Ich glaube, 98. Die Johanniter hatten auch Blaulicht, oder? Die Johanniter hatten auf jeden Fall richtig Blaulicht. Dieses blaue Licht hier. Mach's nicht, Robin, das ist riskant. Auf jeden Fall kommt hier an, Kulturhauptstadt, irgendwann, bis Anna Amaya abgebrannt ist. Und wie das so ist, man wird halt so mit der Kultur konfrontiert. Alle Leute, die sie trifft, waren echt cool. Es war hier Carsten Schemilch, guter Typ, ist ja auch egal. Ich wollte eigentlich nur Kai erzählen. Kai ist cool, der lag auf dem Boden. Wir gehen hin, ey Kai, was geht? Gib mir mal gleich einen Faustcheck, wenn ich das Zeichen gebe. Wir kommen an, er ist jetzt ich. Ey, yo, Kai, was geht? Sagt er so. Und ich bin Kai. Alle Juden sind doof. So, das passiert, wenn man eine halbe Stunde in Weimar rum. Kai ist ein Wunder. Und er lag halt mitten in der Fußgängerzone auf dem Boden und hat das gesagt. Also manchmal sitzt er auch da und schreit Leute an. Ja. Kai ist cool. Neulich. Erzähl. Die Geschichte ist auch heute zum fünften Mal erzählt worden. Erzähl. Aber egal, ihr habt sie noch nicht gehört. Erzähl. Du da hinten, Klaus. Neulich. Heißt meistens nicht Klaus. Ja, ich weiß, haben die so getanzt auf dem Theaterplatz, weil Kultur und Jazz und Salsa und alles haben die getanzt, so die Schickimickis, die vorher im Theater sind. Und der Kai saß halt rum, 40 Minuten hat er sich das Spektakel angeguckt in seinem Rauschzustand. Haben alle getanzt und dann ist er hin, hat sich so angeguckt, stand so neben den tanzenden Leuten, zieht so die Hose runter, zieht so die Unterhose runter und sehe ich da so 3 Minuten lang hin. Guckt sie dabei an. Wann kommt denn endlich die Pointe? Zieht die Hose wieder hoch, geht zurück und setzt sich wieder auf seinen Stuhl. Das ist echt ein geiler Typ, ey. Ey, das ist gerade richtig gut. Hast du es jetzt wirklich wieder hier? Ey, geil, komm, das ziehen wir jetzt noch durch. Aber ich würde echt sagen, wir ziehen das durch, aber mit ein bisschen mehr Tempo. So, ich wurde jetzt zu Hause rausgeschmissen, ich habe Zeit. Echt? Wo willst du pennen heute Nacht? Boah, Alter, du hast hier noch nicht richtig sortiert. Ey, doch, Mann, die ist neueste zuerst. Ohne Scheiß. Echt, ja? Ja. Aber hier ist das Individuum. Natürlich, das ist genau die Reihenfolge. Okay, äußerst stylischer Hut. Wird Tina denn nun beim DSDS bewerben? Ich werde es auf jeden Fall anbringen.
Und würde sie gewinnen, wie viel würde die Nosferatu-Crew abbekommen und von dem Geld? Da gibt es doch kein Geld, da gibt es nur eine Minute Fame und das war's dann. Da gibt es ein bisschen Geld und einen Plattenvertrag, den du sofort wieder gekündigt kriegst. Ja, Lotus Hans auf jeden Fall. Rika ist mir schon seit dem ersten Anruf unsympathisch. Ja. 1-11. Ich meine das nicht ernst. Nein, das ist der Running Gag mit Phantom Zero. Du warst auf jeden Fall voll sympathisch, weil davor war irgendwas anderes mit einem komischen Anruf. Ach so, genau. Die, eine, die uns da die, was verkaufen wollte. Genau, die genau. Da war was. Die ist auch, ah, jetzt weiß ich auch, welchen Anruf du warst. Ja, die ist auch ganz cool so. Kommentator Skosalis sagt, was macht man jetzt eigentlich, wenn man sein Cosplay-Kostüm hat, so rumgehen und sein Kostüm zeigen, ist ja ganz cool. Aber für mich persönlich wäre das viel zu viel Aufwand. Nur für das, also wenn man in eine Convention etc. geht, was macht man da alles als Cosplayer? Also vor allem findet man Leute, die halt dasselbe mögen, die vielleicht aus demselben Bereich cosplayen. Und es werden Fotos gemacht, es werden auch Videos eventuell gemacht. Und man sitzt halt mit ihnen zusammen, redet über das, also über Anime, Manga und so weiter. Sorry. Ja, sorry. Ich hab's und versaut. Ich hab den Akku, ja. Du hast den Akku? Nein. Und ansonsten, ja, jetzt bin ich raus. Ja, sorry. Anime, ich meine, du musst dich ja auch gar nicht da so rechtfertigen. Ich meine, wenn man nee, einfach früher, nur so unterhält, ist ja wirklich, schon. Ich wirklich gefragt. Ich meine, die verkleiden sich und sind dann halt da. Mhm. Ja, aber so malst, aber halt, auch malst du halt Bilder und stellst sie in einer Kunstgalerie aus. Finde ich auch nicht so krass. Aber man, ja, na, also, ja natürlich. Ich sag nur, es ist ja nicht jetzt. Ist natürlich auch mehr Tiefe, klar, man sieht da so Leute, ja, und. Leute, aber inwiefern das spielst du denn diese Rolle dann auch? Es kommt drauf an. Einige verkleiden sich halt nur, andere. Plain, also Cosplay heißt es ja eigentlich. Und einige spielen dann halt auch die Charakterzüge. Das heißt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man tollpatschig ist oder ein Charakter ist total aufgedreht, dann ist man auch einfach aufgedreht und ist dann nicht die ganze Zeit depri in der Ecke und hat keinen Bock und so weiter. Also, da fühlt man sich ja, glaube ich, man fühlt sich einfach rein. Man sucht sich auch den Charakter aus. Deswegen. Ich glaube auch, ich wollte noch was sagen. Aber stimmt, das ist eigentlich. Aber was? Warte. In den Pedobär habe ich mich auch genau gefühlt. Genau. Siehst du? Ja, ja, das hast du richtig gut gemacht. Nein, das war ja ich angeblich. Ach so. Nee, das wollte ich sagen, was ich bei deiner Facebook-Seite immer merke, dass du ja da voll das Cosplay-Netzwerk am Start hast, dass du da ja echt so viele, die da irgendwie gleichgesinnt sind, oder? Ja. Dass da, ja, also ich komme da ja bei vielen Sachen gar nicht mit, was du da am Schreiben bist. Und hast dann aber unten drunter immer deine Atzen, die da so, und das ist ja schon cool, wenn man da so viele Leute hat, die das Gleiche machen und so. Das wollte ich sagen. Kommentator Skosalis, ist es eigentlich möglich, so als Normalsterblicher so gut auszusehen wie Robin? Was geht ab? Alter, mich eingeschlossen. Also sagen wir mal, ich bin so ein hässlicher Kalle und gucke mir so ein Nosferatu-Video an und bin erstmal voll geschockt von der schieren Schönheit. Was könnte ich tun, um zumindest halb so schön auszusehen? Also Kalle sagt immer, du brauchst Vorratskammern hier links und rechts. Sag Kalle, man muss nicht attraktiv sein. Weißt du, das ist das, wie hat das gesagt, das Selbstbewusstsein macht dich attraktiv. Das sagt nicht nur Kalle, das ist halt einfach. Das. Aber er hat es gesagt. Und ich jetzt auch. Also alles sagt Kalle andauert. Ey, mir ist egal, ist ja kein Ding so. Ist es nicht lustig für alle, wie ich hat Daniel gesagt. Wie ich ja die übelsten Gags etabliere und dann am Ende war es immer Kalle. Das ist ja, weil dann mir ist egal. Nein, ich habe ja schon gesagt, ich bin Kalle so, also ja. Sorry. Bubgar Penis ist das. Kameratyp, wie lang ist dein Penis? Wessen? Keine Ahnung. Deiner? Sag doch mal. Rika? Ja. Oh ja. Und auch so dünn. Und auch mit dem Schmetterling. Der ist auch mit bei. Ey, das ist eine gute Dreingabe auf jeden Fall. Und wie kriegt man das dann so organisiert, hosenmäßig? Ja, es geht ganz einfach. Also erst ist der Schmetterling ja raus und dann geht auch der Rest. Ja. Aber erst okay. Der Schmetterling, weil der ist ja zerbrechlich. Au. Oh Mann, richtig gut, ey. Apocalyptic Fury, my name is Boxy. Jo, da ist mir schon so spontan nichts eingefallen. Sehr gut. Foto irgendwas, wurdet ihr schon mal so richtig gespoilert oder habt ihr jemanden gespoilert, also so richtig? Das ist so eine langweilige Frage. Versuch die Sachen immer zu vergessen. Alter, wie du ihn hatest. Wir hatten es gefragt, war ein cooler Typ, der wurde mir leicht gespoilert. Foto. Der macht nicht so oft, wenn das 650 steht. Warte, in den einen Song von dem Spasten, Alter. Der GTA 5 Song. Oh, scheiße. Ja. Ja, gut, nee, da ist es nicht. Und da hat zum Spasten den GTA 5 Song gemacht und hat das Ende gespoilert. Ja, das war scheiße. In diesem Song.
Hier kommt noch ein langer und dann übelst durch. Könnt ihr auf dem Hauptkanal mehr sinnvolle Videos? Ich weiß zwar, dass ihr nicht so viel Zeit habt, aber jetzt Last of Us kommt, aber es kommt ja echt lange kein Video mehr. Wann kommt mal wieder ein Pink Battle? Das kommt übrigens nicht auf dem Hauptkanal, weil er hat Hauptkanal gesagt. Könntet ihr ein neues Format machen und zwar in diesem Wahrheit oder Pflicht Flaschen drehen oder Wenn ich du wäre spielen? Könnte man machen. Also ich fände es ein sinnvolles Video. Das ist aber auch eher ein Starfakt, oder? Mal gucken, aber ich fände es eigentlich am lustigsten, eine Kombination aus allem zu machen. Scheiße, ich habe schon wieder getötet. Mach das mal weg, mach das mal weg. Untersteh dich. Alter, was geht denn hier? Kommt jemand ins Smartphone? Hey, die Beteiligung. What the f. Was ist passiert? Jetzt ist es wieder plötzlich auf Mobil. Wir waren fast fertig. Wir waren fast fertig. Und was geht bei dir so? Was? Alles cool? Ja. Bist du noch wach? Ja, noch bin ich wach. Wir müssen noch ein bisschen laufen und dann müssen wir noch ein bisschen Fahrrad fahren. Ja, ein bisschen. Was ist eigentlich mit... Kriegen wir locker hin. Ja, ey, wir pennen voll lange. Das ist voll kein Ding so. Ja, haben wir ja nichts mehr vor. Wir haben ja alles fertig. Also, ja. Was ist eigentlich mit... Nein. Leute, ihr seid ja echt live dabei, wie hier gerade alles zusammenbricht. Hier wird gerade Geschichte geschrieben. Die innere Existenz. Mich hat's gerade wirklich interessiert, ja. Was denn nur? Was dich umbringt, macht dich ja Teil 2. Das sollte schon vor 2 Jahren kommen. Ja, eben. Eineinhalb Jahre. Hab ich so eine Sony Vegas-Datei am Start. Ist witzig, weil Robin meinte dann irgendwie, ey, wir müssen jetzt echt das Video machen. Nimm die heute mal frei, Alter. Wir müssen jetzt echt noch den Clip drehen. Noch mal Tipps. Weil es mir auf den Sack ging, dass sich das so ewig zieht. Alter, da lag noch Schnee. Weißt du? Das war nicht der Schnee. Da lag jetzt schon 2 Jahre kein Schnee mehr. Das ist richtig. Ja. Ist auf jeden Fall richtig. Leute, schreibt mal Robin auf Facebook an, der soll das Video langsam mal fertig machen. Einfach. Lass mal filmen. Private Message. Fangt am besten an mit Hi. Ey, es wird auf jeden Fall richtig gutes Feedback. Extra lang und extra knusprig. Was ist das jetzt? Ja. Nein, weil das wird zusammengeschnitten mit dem anderen, wo Dion und Philipp B. Punkte am Start waren. Dion? Das hab ich auch nicht. Sind aber auch da. Geil. War ich auch nicht. Das war ein Spaß. Ja. Nee. Spaß, Alter. Philipp B-Punkt hast du immer noch, weil die Kamera du hast es schon wieder kaputt gemacht. Oh nein, komm. Nur weil du gewackelt hast. Wir holen die Fragen nach. Nein, wir sind so gut, da. Wie es hier gerade so... Jetzt kommt ein Typ, jetzt kriegt man aus dem Maul. Ich bin so lange wach hier jetzt, ey. Alter, hallo, wir sind da. Ja, hier, wir sind durch. Komm. Oh, und der weg, der Klingel, das klingt so. Oh. Nein. Guck, da oben steht der neue. Mann. Stern. Ich hab's. Komm, wir sind noch da. Nein, nicht zoom. Hey, Alter, hab ich deinen Kommentar geschrieben? Mach nix. Nicht zoom. Und was da? Wenn ihr alle Cosplay-Fragen stellen, mach ich das auch mal, sagt nochmal. Robin, du magst doch die Serie Hannibal. Kannst du denn den Film Epische Delikatessen? Ja, kenne ich. Hannibal ist echt eine gute Serie. Ich, so. Ich kenne aber auch Adams Äpfel, der ist... Brauch ich erst noch was drin? Adams Äpfel. Ja. Adams Äpfel ist besser als dänische Pfirsich. Vorsicht! Die vorne ist auch da ist auch was dran. Ah. Aber. Nee. Brauchen wir nicht mehr. Ich bin voll. Ja, der Hauptdarsteller hat noch weitere interessantere Parallelen finden. Falls nicht, kann ich mich nur empfehlen. Bitte nicht reden noch über Hannibal, damit mein Profilbild länger im Video ist. Ah, Cosplay-Frage. Erika, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, danke schön. Aber du bist müde. Und ich bin müde, ja. Aber wir machen das gleich. Jentrik, was ist jetzt? Ich bin 9 Stunden Zug gefahren. Ich bin 3,5 Stunden Bus gefahren. Edge. Und 3-mal zum Bahnhof gelaufen. Das stimmt. 3-mal zum Weimarer Bahnhof heute. Spät ist es? 5 Uhr. Spät. Mindestens 3 Stunden. 49. Ich will den Pull an. Über Hannibal reden. Der Nomasch hat das jetzt übrigens durchgeschaut und hat auch gesagt, das Finale von Staffel 2 ist ganz, ganz toll. Und ist eine gute Serie. Dion sagt nur eine Frage an Herodes. Mit welcher Ethnie würdest du keinen Sex haben? Okay, das hätten wir bei Wahrheit fragen können. Dion random, wenn Anna ein Mann wäre, wäre sein Penis größer als der von Robin? Doch, ganz klar. Julian, das ist dann so eine genetische Frage. Ja, Julian Markau, ich bin zu amerikanisch, um Kommas zu setzen und zu desinteressiert, um herauszufinden, wie ich meinen YouTube-Nick in etwas weniger umändern, bla. Was soll denn dein komischer Name, Hut und Attitüde, Herodes? Mein komischer Name? Ich bin echt verwirrt, was hier abgeht. Was Alter. Mein Name soll? Herodes Armloch fragt, warum hat Nomasch keine Freundin? Das ist eine interessante Frage so, also das können wir mal besprechen. Was denkst du?
Die haben. Shit. Robin, was denkst du? Weil Norma schon Spaß ist. Okay. Wie haben deine Eltern reagiert, als du ihnen erzählt hast, dass du Cosplayerin bist? Ja, und dann noch zwei Fragen, dann sind wir durch. Okay, dann beantworte ich die mal schnell. Und zwar, am Anfang fanden sie es etwas merkwürdig, aber nach und nach haben sie dann halt erstmal selber herausfinden müssen, was dein Cosplay ist und was man dort macht überhaupt auf Treffen, warum man sich so anzieht. Und mittlerweile finden sie es ganz gut, weil ich jetzt zwischendurch auch Näherer bin. Und nähen, das ist ja eigentlich nicht so das typische Hobby. Aber da haben wir schon eine Gemeinsamkeit gefunden, ne? Wir können ja mal zusammen nähen. Ich bin auch. Lass uns mal treffen. Lass und dann uns mal treffen. Und ein Kittel nähen. Ein Kittel nähen, ja, da bin ich auch für. Das Grauen. Aber nee, mittlerweile finden die das ganz gut und ja. Sind stolz auf mich, dass ich das schon kann mit Nähen und alles. Das meine Mama ist auch mal so stolz auf meine Kostüme. Ja. Ja. Die sind aber auch geil, es tut mir leid. Ja, die werden immer besser. Tobias Löwen sagt übrigens, was haltet ihr davon, dass Spiele wie zum Beispiel jetzt bei Watch Dogs oder Assassin's Creed die Trailer meistens von der Grafik her um einiges besser sind als das Spiel an sich. Das finde ich genauso gut wie das McDonalds, ja, wenn sie einen Burger fotografieren, dass sie den so voll herrichten und am Ende wird er gar nicht so. Und da beschwert sich keiner drüber, ey. An sich finde ich es nicht so schlimm, weil ich ja auch nicht so auf Grafik abgehe, aber es ist natürlich, also das ist nicht so cool. Man sollte schon markieren, dass es nicht final bla Grafik oder irgendwie kenntlich machen, dass man halt sieht, dass es nicht die finale Grafik ist. Aber eigentlich, wenn man sich ein bisschen informiert, findet man auch raus, wie die Grafik dann im Endeffekt sein wird. Okay, so Watch Dogs. Kommen wir jetzt nochmal her, Bubka-Penis, wir haben jetzt die letzte Frage von Funky Shitter. Oh, Funky Shitter, der wollte nämlich mal vorbeiradeln, der hat Banu den Bären. Ich dachte, du hast nicht gesagt, dass du das war. Ja, aber ich habe gesagt bei Facebook. Echt, der hat Facebook? Hallo, add mich mal. Leon. Irgendwas. Hast du eigentlich sowas wie Schamgefühl komplett abgelegt? Ich meine, gibt es so... Ach so, das war die Frage, die hat er mir privat gestellt und dann habe ich gesagt, mach mal fürs Feedback lieber. Ich meine, gibt es sowas wie soziale Situationen, in denen du dich... Fuck, da ist eine Lupe. Unsicher oder irgendwas fühlst. Aber dann unsicher oder unwohl fühlst. Also ich muss sagen, ich fühle mich immer unsicher. Ich fühle mich immer unsicher und ungut, wenn ich von meinen Eltern dabei erwischt werde, wie ich die Staubsauger-Penisverlängerung-Methode von Feedback, keine Ahnung was, ausprobiere. Das war ganz frühes Feedback, wieder Insider-Witz hier. Ja, das habe ich in Englisch gesagt. Bist du gerade im Gehen oder was geht hier ab? Ja. Warum? Tschüss. Jens, Jens, Alter, Jens, Jens. Wir wollten noch zusammen spielen. Dein Schmetterling. Kommst du wieder? Dein Schmetterling. Jentrik, du hast den Schmetterling vergessen. Rikas Jentrik! Du hast Rikas Penis vergessen. Das hat er nicht vergessen. Egal. Ja, ist schlecht. Der hat sein ganzes Zeug hier vergessen. Sozial und so. Ich muss sagen, wüsste ich jetzt so nicht. Allerdings muss man da Einschränkungen machen. Also so in irgendeinem sozialen Umfeld, ja, wo ich denke, hier ist scheißegal. Wenn du allerdings jemanden hast, der dir irgendwie nahe steht oder so, nimmst du natürlich auch ein bisschen Rücksicht. Aber ich weiß nicht, sozial unsicher oder was du hier schreibst oder unwohl, kann ich halt so an sich auch nicht sagen. Aber dass du da irgendwie Rücksicht nimmst und dann denkst, wenn ich jetzt dies und das mache, ist es vielleicht für die Person nicht so cool. Das, aber jetzt nicht irgendwie so in einer random Crowd, Sauerkraut-Crowd. Dass du da irgendwie Hemmungen es hast. Es gibt oder diese so Blockaden, an für sich nicht, um an für sich nicht gesagt zu haben. Was lassen Scheiße. Wir rein? Lass uns alle mal durcheinander reden. Am besten wir singen im Kanon. Nein, pass auf. Das war jetzt die Frage, wir haben es beantwortet und wir beenden das jetzt. Hey, ich will vielleicht auch mal was sagen. Mir ist egal. Maria. Nein, du musst anfangen. Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie eleison. Maria durch ein Dornwald ging, der hat in 7 Jahren kein Laub getragen. Jesus und Maria. Hi. Jetzt haben wir es beendet, würde ich sagen. Das war gerade Socially Awkward, was da war. Das war richtig Socially Awkward. Ich habe mich jetzt richtig sozial unsicher und unwohl gefühlt. Awkward. Weil die Leute geguckt haben. Oh Mann. Mann. So. Oh, nee, Mann. Leute, so, jetzt ist ich Quint und Awkward. Richtig Quint.
die lachen uns jetzt aus. Das ist mir so unangenehm, ey. Also, Rika schämt sich jetzt. Ja, ich schäme mich total. Was für eine Gesellschaft, ey, die gucken. Nee, Rika, du fetzt, du kriegst jetzt einen Fruchtstock, ey. Ja. Hast du dir verdient. Du hast halt schon drei gekriegt, aber einen hast du noch verdient. Dankeschön. Aquat. Jesus und Maria. Wie macht der Esel Maria? Alter, ich sag doch, ihr witnesst heute, wie hier echt totaler so Absturz ist, Alter. Oh Mann, ey. Ich muss echt langsam mal schlafen. Wenn ich mir das jetzt angucke, dann schäme ich mich so fremd mit euch zusammen. Er schämt sich für sich selbst fremd. Ey, ich hab da so ein Talent für. Auf jeden Cringe. Die sollten wir machen. Ja. Lass mal Dinge tun. Ey, ist der Jens jetzt weg und hat sein Handy hier lassen? Ich kann nicht mal. Und hier. Da lacht man die kaputt sich, Alter. Alter, ist hier Absturz. Das geht ja gar nicht klar. Er hat es hier lassen, Mann. Ist das noch sein Koffer? Das ist alles. Er hat sein scheiß Zeug hier lassen, Mann. Ja, Partizip ist nicht so mein Ding. Oh Mann. Oh, dann lacht man hier kaputt. Nicht, Mann. Er hat sein scheiß Zeug gelassen, ey. Ich komm nicht klar. Ich muss spucken, Gottverdammt. Oh. Heute ist echt kompletter Abriss, Leute. Ey, Müdigkeit, Mann. Das ist besser als Kiffen. Und ich weiß nicht, wie Kiffen ist. Jesus und Maria. So, ich glaube, jetzt haben wir es echt genug geoutet. Oh. Ja, Herr je. Ey, hatten wir nicht vorhin noch so ein Wasserflies? Ich wollte nicht jetzt. Weißt du es noch? Nein. Buchgar Penis. Mhm. Alter, Leute. Ey, guck das Video nicht. Das ist ein scheiß Video. Spul zurück und löscht es. Löscht es von eurem Arbeitsspeicher. Jesus. Ey, guck mal, wie hell das hier wird. Jesus und Maria. Ey, ich war bei David in Berlin, da hat mich dreimal Jesus angerufen. Der hat immer aufgelegt. Ey, wir haben mit Fabian Siegesmund geredet, die sind cool. Oh, auf jeden Fall. Das ist ein ganz entspannter Mensch. Der sieht richtig frisch aus im Gesicht. Ey, los. Ey, lass es noch ein bisschen reden mit den Leuten. Lass jetzt mal weggehen und die Kamera hier stehen. Ihr seid auf jeden Fall cool so. Ja. Ey. Hier oben abonnieren, gell? Ey, wer bis hierhin durchgehalten hat, schreibt jetzt mal bitte Bubgar Penis in die Kommentare. Und abonniert hier oben. Ganz wichtig, hier oben wird abonniert. Da oben, wo es nicht mehr ist, gell? Ey, ich fand das echt gut, was wir in Berlin hatten. Lasst mal den Deabonnieren-Button einfügen und dann immer aufrufen. Deabonniert. Hier. Genau, damit ich meine Abonnentenanzahl von 1337 Abonnenten behalte, müsst ihr immer deabonnieren, wenn es mehr werden. Ja. Rika, was geht bei dir so? Ja, was machst du heute noch? Ja. Fahrrad. Ey, lass das mal zusammen machen. Halt Fahrradfahren. Nee, ja. Da muss ich nicht hin. Mir ist egal. Ja, ey, Bubka Penis. Scheiße, ich hab mich angerotzt. Ey, schreib euch ein Problem. Ich hab einen Taler. Ich geh jetzt auf jeden Fall mit Taschentuch holen. Ja, Quatsch. Oh, das will ich ab. Ey, hast du aber Taschentuch? Ja, gib mir mal eins, bitte. Ja. Muss ich jetzt hier extra. Das ist ein Kissen. Oh, Bubka, ey. Oh, du bist hier total awkward. Oh, Bubka Penis, was ist denn das eigentlich? Wie kommst du da drauf? Alter. King of Queens, Leute, ihr wisst Bescheid. Achso, das ist Führerquartett. Den da hab ich gewonnen. Da hast du wirklich gewonnen. Rika ist echt gut. Ich weiß nicht. Richtig gut im Führerquartett. Hitler hat natürlich nur bei Nachkommen den schlechtesten. Genau da wusste sie, dass ich noch Hitler auf der Hand habe. Das ist halt wirklich strategisch klug. Warte. Du hast doch immer Taschentücher, Robin, wo ist denn das? Hier ist er, Pupka Penis. Das ist hier der Joker. Ey, das wird geclaimed. Ey, jetzt ist sogar, jetzt ist sogar der Speicher schon voll. Was haben wir denn gemacht die letzten paar Stunden? Die letzten paar Stunden. Leute, das wird richtig. Er hat sein ganzes Zeug hier, das nicht. Das ey, ist gar komm, nicht klar, Alter. In 2 Minuten Akku kriegen wir noch voll Speicher. Ja, ja, wo ist denn die Taschentücher? Oh, du wusstest denn die Taschentücher? Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich glaube, wir machen jetzt echt mal Schluss. Ey, nee, die Leute wollen uns sehen. Haltet nicht ab, ey. Ja, ihr müsst das Video bis ganz zum Ende gucken, damit wir höher gelistet sind. Man. Bevor wir mit dem Lappen mal live. Was rollt? Ey, erzähl mir jetzt nicht, dass keine Taschentücher. I need your soul, oh Magie. Alter. You've blown me away. Okay. Kauft übrigens diese CD. Oh ja. Ja, hab ich heute erstanden. Felsen ist ein tolles Lied, so. Wie heißt du? Anna Heisenberg. Anne? Anne Heisenberg.
Heisen. Robin, du wolltest mir helfen, Taschenbücher zu finden. Nein, wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte dich beim Versuch verzweifeln sehen. Ach so, ich bin übrigens verzweifelt. Ey, der flattert ja wirklich. Ja, flatter. Leute, ey, ohne Spaß, wer sich das bis hierhin angeguckt hat. Schreibt jetzt mal hier oben wirklich mal echt mal abonnieren. Danke. Ja, der ist echt ganz schön krank. Mein Kanal auch mal. Bubka Penis Schmetterling Lanze. Action. Irgend und so dann was. Schreibt in die Kommentare, wo sind Herr Rodes Taschenbücher? Oh Mann, das ist richtig, ey, das beste Feedback seit langem. Ist das jetzt Folge 20? Nee, die war letztes Mal, oder? Das kann man doch alles machen. Ey, das ist Folge 20. Klar. Ein Hoch auf uns. Und das letzte ist jetzt vorbei. Hallo, Fußball ist jetzt finito. Stimmt, aber das ist Feedback 20. Ich hoffe, ihr freut euch. Steuererklärung schließen, die Wahlberechtigung. Ja. Ich hoffe, ihr freut euch sehr, dass das jetzt eine extra lange Ausgabe von Feedback Nummer 20 war. Und wir haben extra Rika eingeflogen, damit ja. Wir auch... Leute, guckt doch mal! ...mit Besonderen dabei haben. Er hat jetzt sogar zum Schluss noch so... Jetzt können wir ausmachen. Guck mal, Penis. Schreibt mal, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, Taschentuchpackung. Schreibt, Herodes hat sie doch gefunden. Die Herodes hat sie doch gefunden. Das sind echt viele Kommentare. Das wird bestimmt eine Person mit. Vielleicht kommt auf die Startseite. Am meisten kommentiert. Gibt's das noch? Pass auf, ich mache jetzt das Video aus und nehme ich dieses Taschentuchpackung vor die Kamera werfe. Versagt. Dann muss ich das Führerquartett nehmen. Jawohl, ich bin auch drauf. Ein Schmutz. Ey Leute, und alle, die jetzt die nicht in die Kommentare schreiben, was jetzt passiert ist, wenn ich mich sonst ein Spoiler. Die Haare sind gar nicht echt. Oh. Alter, ich dachte. Hä? Hier mit hier. Bunker. Wie jetzt? Können wir jetzt ausmachen? Auf jeden Fall, ich bin dem Suizid nah. Oh, guck mal, wie hübsch der ist. Ja, ich. Warte, der. Oh, der ist aber auch hübsch. Das ist ein gutes Schlussbild. Kauf bei Duke Design. Ich sollte mir ein großes Taschentuch nicht mehr direkt. Socially awkward. Ey. Fühlst du dich beobachtet? Nö. Die letzte Minute kriegt man noch voll los. Cool. Rika, mach auch nochmal, bespaß die Leute mal. Guck mal, was Lustiges. Wir machen das zusammen. Wir können okay. Das so gut. Oh, okay. Scheiße, ich krieg's echt nicht hin, über okay. Kopf hier zu dingsen. Jetzt hab ich's. Unsichert. Mach irgendwas. Ich hab keine Idee. Ah, ich zieh das runter, jetzt rutscht nicht aus. Einfach so die ganze Zeit. Das ist nicht lustig. Ich hab keine Ahnung. Ey, das Beste ist immer, wenn die Leute sagen, mach mal was Lustiges. Oh Mann, ist das großartig. So, 0 Minuten. Das jetzt. War auf jeden Fall in den Pommes drin. Nee, die andere, aber sonst eben. Das ist ja, einfach vor, das ist ja so schlecht alles. So richtig gut. Lust Rache. Qualität, Gütesiegel. Pupka. Ich sterbe, Alter. Versagt nochmal. Du kannst den wieder vorhalten. Ja, ey, das ist hier gerade echt sexuell, was du machst. Du kannst doch nicht dein Penis. Oh, das ist gut. Ey, das sah jetzt wirklich gerade ein bisschen. So weit geguckt, ey, ohne Spaß, das sah gerade echt ein bisschen vaginal aus. So. Ach, guck mal. Jetzt unscharf. Oh. Guck mal. Hallo. Tschüss. Tschüss. Sag jetzt auf Wiedersehen. Pupka. Wir müssen nach Hause gehen. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt, im Herbst raus. Hi. 2013 Hi. Kommt das What's neue up? Watch Dogs. What's up, everybody? The battery is low, as always. We should do the English part first. I didn't first talk English time. For a long time. Yeah, he has finished his... I left school. His A-level. Maybe 2 months ago. Yeah, and that's no why... No English at all. No English at all. Because he's always playing with the German Master Race when he's playing GTA. And when I'm playing West Germany in Nintendo yeah. Championship. Nintendo Championship, which is a game from 1990. All right. Yes. All right. That's right, and that's why there's only West Germany. Playable. So, Bane391 says, thank you for answering my questions. My first language is not English, so I also have trouble pronouncing the THS at the end of words such as months. Months. Squirrel. Which is funny because we didn't teach you any English word, German word for a long time.
So if you eat something, yeah, and you are like, then it's mampfen, which is kind of like it's not dialect. It's not a real. Is it in the Duden? I don't know. I guess. I think so. Yeah. It is mampfen. It's in the Duden, in the German Encyclopedia of Master Race words. Yeah, it's mampfen. Yeah, I thought of mampfen because of months. Mampfen. I'm mumping my food. and my mother says schnorpsen when you are eating a carrot, for example, like. That's schnorpsen. Schnorpsen. And when you stand with the S to somebody and put this S open, it's Billy. So, yeah, what? it's not a common sense to know those words. It's just if you want somebody to clean your ass, it's Billy. It's just what my mother says, or her village where she is from, or I don't know where she got this word. But yeah, for example, if you have a kid and he or she was on the toilet and you have to clean his ass, this kid like does something like this or this or this. And that's Billy. And the kid says, "Come here, Billy." Or what? What the mother said? The mother says, "Come on, do Billy, so I can clean you." No, mach mal Billy. I didn't hear that until I was 17 years when he taught me. Fuck. There was another funny word, but I forgot it. Because Ramdösch is another of those. I don't know. It's like when you live in Texas and there are like cool words, but only Texan people, Texanians. Oh fuck! I don't know. People from Texas use those words. It's like a small village or a small part of Germany where you say some stupid words like Ramdösch when you're pretty exhausted and tired. Then you're Ramdösch. I thought it's like Ronnie. Nee. Ramdösch. Somebody taught me that Ramdösch is. Nee, I'm Ramdösch. Alright. I'm so Ramdösch. A girl told you that she's Ramdösch. And said, oh, here we go. And she said, again and again, I'm Ramdösch. Now everything makes sense. Yeah. Awesome. Yeah. Thank you for your comment. There was another word like Ramdösch. I'm not sure. Shit, man. Ich hab dir das auch schon gesagt. I have to scroll to the next English comment. So that was pretty funny. This BD. Yeah. Maybe you can tell have us. You done Billy? Yeah. When I was a kid, I did Billy every time I shat in the toilet. Yeah. Yeah, but buy, please buy a smartphone. I have a smartphone because I have touch. It's very smart. Oh man. Hey, hier. Next C. Z. Irgendwas. Keine Ahnung. Next. Hey, are you gonna make more annoying dancer, trolling singer, or something similar to that shit in a nice way? And how old are you guys? Yes, we will do more annoying dancer. I think we already answered in ask 2. Yeah, watch ask ask episode 1 is yeah, okay, it's 2 years ago. So there we answered how old we are, and that's why you can check that out, and maybe you should add 2 years because that video is 2 weeks old. He had birthday 2 days ago on 25th
of July. And yeah, it was my happy worst day, but there will be a video. Ah, it's in German, so yeah. Oh. Too bad. Yeah, so Kalle and Daniel pranked me. They, I don't want to spoil it for the guys who watch it in German and English as well, so. You are 22 now, I'm still 19. Next feedback, I'm gonna tell you about it. Not 23. 23, sorry. Yeah. And I'm 19. 19, and he's smearing his Warzen all his over Warzen. My out. Warze is like a small bubble. It's a small bubble on your skin. I guess it's wart. It's Warze. Yeah, I wanted to do the small bubble thing because it's more funnier. We all thought so, we all was like, were, sorry. Small bubble on your skin and it's Warze. Yeah. And when I touch him with my Warze, he's always like, and then I look at his ass and say, Freaky Tao Z or Taos. Why? And then his penis goes. Yeah, we had that joke in the German part already. What, while doing pranks or filming, how often do you guys get caught by police or interrupted by the police? Oh, nein, die Polizei. In 3 or 4 years of filming, it was 2 or 3 times, which is not so much, I guess. And it was in the Hannibal video, you can see it in the outtakes, and it was because Kalle had this awesome dildo, and a woman thought it was a knife, which is completely stupid, and she called the cops, and so the cops came, and when they thought you wanted to kill yourself on the train rails in Jena. Sorry. Yes, that was the last one. Yeah, I was hanging upside down at the train station. There was no train station, but the train railroad. And there was a tunnel and was hanging. Yeah, you can see it in the video as well in the outtakes. And you? No, ninja, pranking ninja. Ah. 3. There will be a fourth one in some time. Yeah, and then the police came because they thought I wanted to commit suicide, which is completely idiotic too. Like the, hey, here's a dildo, this has to be a knife thing. What's the worst punishment you guys got after getting caught? Yeah, they kept our camera for audio. Recording purposes, and that's basically it. There was like 2 times when the police said, yeah, you have to come to the station and we'll see, but no hard consequences whatsoever, so we were pretty lucky. Yeah, cool. Sure. Yeah. And keep up the amazing and funny videos, guys. Thank you, and yes. And I think that was the last one. So if you want a longer English part, just tell us. Hard. And the camera is about to die. So what should we do with the drunken sailor? Yeah. Maybe another German word for those guys until the camera's dead. Glas. 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 It's called Glas. Aschenbecher. Aschenbecher. Aschebecher. Nee. And Asche is like what the Jews done with them. Not, that's not funny. Yeah, dark. That's absolutely not funny. Germans are not allowed to have a dark humor. Mobiltelefon. Yes. Yeah, and we also call this one in Germany Handy, which no one in the US or in England does, but we call it, it's a Handy. But it's actually a mobile phone, which is a Mobiltelefon.
Mobiltelefon. Ein Fernsprech-Telekommunikations-Fernsprech-Scheiße-Meldeapparat. Hand. Hand. Nochmal alle zusammen. Hand. Nase. Nase. Nase weiß. Nase weiß. So, and now schwarz, weiß. And now weiß, schwarz. Nase weiß. And now everybody around us thinks we are completely retarded, and that's it. Thank you for tuning in. This goes out to you guys. And I would say we finish this one with I have something really cool for you guys. Let me show you. It's a pillow! Kissen. Which means Kissen. And it's German for pillow. It's a kissen. And I'm gonna kill you guys with this kissen.